Lieber Jürgen, vielen Dank für diese Einladung. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, in diesem ehrwürdigen Haus sprechen zu dürfen. Dieses Haus hat Historie hinter sich und ich fühle mich geehrt. Mein Name ist Markus Beermann, ich bin Imkermeister. Ich bin eigentlich mit den Bienen zusammen, seit ich 7 Jahre alt bin und habe jetzt hier den Titel gewählt: In der Dunkelheit wird Licht geboren. Warum habe ich diesen Titel gewählt? Weil Bienenwachs hat sehr viel zu tun mit Licht. Ein Symbol sind zum Beispiel unsere Osterkerzen, unsere Taufkerzen, unsere Weihnachtskerzen. Ich möchte, dass dieses Bienenwachs auch meinen Kindern noch zur Verfügung steht, um A, vernünftig imkern zu können und B, um gescheite Kerzen zu haben. Fangen wir mal an. Was ist denn eigentlich Bienenwachs für ein Bienenvolk? Es ist auf alle Fälle das Skelett des Bienenvolkes. Und zwar nicht nur Skelett, in dem es Gerüst ist, um das Bienenvolk zu halten, sondern auch Skelett, weil in diesem Bienenwachs unsere Bienenlarven aufwachsen. Und warum kann man das mit einem Skelett vergleichen? Wenn man es zum Beispiel beim Mensch vergleicht, in unserem Skelett, in unseren Röhrenknochen entstehen die Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen. Und ähnlich den roten Blutkörperchen, dass sie Sauerstoff, Nahrungsmittel zu unseren Zellen transportieren, ähnlich machen das die Arbeiterinnen im Bienenvolk auch. Dann ist das Bienenvolk, wie wir von Tautz wissen, sehr in den Medien gewesen, sehr populistisch durchgebracht, rübergebracht, ist das Bienenvolk eine Kommunikationsplattform. Jeder kann sich daran erinnern, Bienenwachs schwingt, Bienenwachs bringt Kommunikation ins Bienenvolk rein, damit Bienen in der Dunkelheit sich untereinander verständigen können. Dann ist das Bienenvolk der Wärmespeicher. Bienenwachs, der Wärmespeicher. Der Wärmespeicher ist ganz wichtig, damit der Bienen seine Wärme halten kann. Ein Bienenvolk tut sich viel schwieriger, die Wärme zu halten, wenn es nicht auf Wachs sitzt. Es kann es innerhalb des Schwarmtriebes, wenn alles, der ganze Bienen richtig funktioniert, wenn die Bienen funktionieren, wenn sie richtig aufgeheizt sind im Schwarmfieber, können sie die Wärme halten. Aber jeder von uns weiß, wenn Schwärme länger draußen hängen, fangen sie an auszukühlen, wenn sie hungern und sie haben keinen Wärmespeicher mehr. Gleichzeitig ist das Bienenwachs auch Wasserspeicher im Sinne von den Nymphenhäutchen. Die Nymphenhäutchen sind drin, hat gestern Abend der Bernhard schon erklärt, die das Wachs auf, die das Wasser aufziehen und so dem Bienenvolk auch Wasser liefern. Dann ist das Bienenwachs das Gedächtnis des Bienenvolks. Warum das Gedächtnis? Weil jede Tracht, die von außen reinkommt, lagert sich im Bienenwachs ab und das Bienenvolk kann praktisch anhand des Wachses erkennen, welche Tracht gelaufen war. Und schön sieht man das zum Beispiel im Naturwabenbau. Wenn es unterschiedliche Schwunglinien gibt mit unterschiedlichen Trachten, ist das Bienenwachs unterschiedlich gefärbt. Und daran kann der Bienen erkennen, was draußen in seiner Umgebung eigentlich vonstatten geht. Dann, klar, ist das Bienenwachs der Vorratsspeicher. Es wird Pollen drin abgelagert, es wird Honig drin abgelagert, es wird der Nektar zu Honig gemacht im Bienenwachs. Und es ist die Geburtsstube unserer Bienenlarven. Alle Nachkommen eines Bienenvolkes müssen aus dem Bienenwachs herauswachsen. Sonst hat das Bienenvolk keine Möglichkeit, sich zu vermehren. Und es ist der Gärbehälter. Was verstehe ich unter Gärbehälter? Pollen zum Beispiel kann nur im Bienenwachs, im Bienenwaben fermentieren. Pollen kann nicht so fermentieren, wie der Imker ihn erntet mit der Pollenfalle. Das ist unfermentierter Pollen. Dieser Pollen ist eigentlich für ein Bienenvolk nicht verwertbar. Und es ist Gärbehälter für den Honig, weil Honig wird fermentiert, damit überhaupt aus dem Nektar Honig entstehen kann. Jetzt kommen wir mal zu den Bienenwachs, zu den chemischen und physikalischen Eigenschaften. Bienenwachs hat einen hohen Wasserstoffgehalt bei der europäischen Honigbiene, kleiner gleich 14%. Diese Zahl sollte man sich mal merken.
Es gibt andere Arten von Bienen, andere Unterarten, afrikanische Bienen, die haben 11,2% Kohlenwasserstoffgehalt. Dann liegt der Schmelzpunkt des Bienenwachses zwischen 62 und 65 Grad, eine Esterzahl von 70 und 80, also eine Verseifungszahl, eine Säurezahl von 18 bis 23 und eine Dichte von 0,95 bis 0,96 Gramm pro Kubikzentimeter. Und es besteht hauptsächlich aus Palmitinsäure, Myrizilsäure, Ester. Das dominiert. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ja, das kennt eigentlich jeder. So sollte eigentlich ein vernünftiges Brutnest ausschauen. Es sind zwar ein paar Zellen drin, die ausgeräumt wurden, warum auch immer, ob da Pollen drin abgelagert war, ja, ob da irgendwelche Bienen, die irgendeinen kleinen Schaden gehabt haben, ausgeräumt wurden. So sollte ein vernünftiges Brutnest ausschauen bei verdeckelter Brut. Nun haben wir aber in den letzten Jahren immer wieder dieses Brutbild. In diesem Brutbild sind Löcher, es ist löchrig, es schaut nicht gesund aus. Jetzt kommen wir zu dem Ausbau von Schadmittelwänden. Ich sage jetzt bewusst Schadmittelwänden. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, Mittelwände aus synthetischem Bienenwachs, Mittelwände, mit denen irgendein Pfusch betrieben wurde. Ich sage aber heute Schadmittelwände. Man sieht an diesen Schadmittelwänden, die Bienen ziehen die Waben nicht richtig aus, die Mittelwände. Was auch sehr auffällig ist bei diesem Schadwachs, es wird sehr stark, die Pollenränder werden propolisiert. Das ist jetzt eine ausgebaute Wabe, auf der die Königin hinstiftet. Frisch ausgebaute schauen so aus, man sieht hier schon das Propolisieren, was wir eigentlich normalerweise erst am Ende der Tracht sehen würden, bei Mittelwänden, die am Rand des Brutnestes hängen, aber nicht, wenn ein Volk oder ein Schwarm frisch auf diese Mittelwände eingeschlagen wird. Ist das sehr, sehr unüblich. Die Ablagerung der Stifte, ich hoffe, man kann es erkennen, sind am Rand, liegen hier am Rand, hier liegt wieder einer am Rand. Ja. Manche sind vernünftig abgelagert, aber so lagert eine Königin normalerweise ihre Stifte nicht ab auf keinem Schadwachs. Was auch typisch ist, was sich jetzt mittlerweile so auch in der Allgemeinsprache durchgesetzt hat, ist dieses Schrotschussbild. Es sind hier dunkle Zellen, helle Zellen. Es schaut aus wie ein Mosaik. Selbst beim Drohnenbau, wo hier nur ein kleiner Anfangsstreifen war, im Naturbau, ja, bilden sich dann dieses Schrotschussbild, bildet sich hier aus. Und auch ein typisches Identifikationsmerkmal. Da ich sehr viel mit meinen Wirtschaftsvölkern im Naturabbau arbeite, entstanden auch diese Brutbilder. Anfangsstreifen aus Schadmittelwachs, Mittelwandwachs, Naturbau, der Pollen ist unregelmäßig abgelagert, die Bautrauben sind ungleichmäßig, man sieht hier, ja, und auf dem Schadwachs oben wurde nicht gebrütet. Was sehen wir hier noch? Ganz typisch an diesem Bild, Pollen sehr unregelmäßig abgelagert, Brut
wo eigentlich Brot sein sollte, keine Brot mehr vorhanden. Die Waben sind durchscheinend. Die Zellen strecken sich. Auch ein typisches Bild. Die Waben sind total gewellt. Es ist keine gerade Wabe mehr vorhanden. Das sind alles Waben von eingegangenen Völkern. Wenn man diese Mittelwände, diese ausgebauten, gegen das Licht hält, sieht man eigentlich eine dunkle Wabe. Dass sie eingefärbt sind, dass sie dunkel sind. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man keine Nymphenhäutchen drin. Null Nymphenhäutchen. Wie wenn die Völker sich nicht, die Bienen hätten sich können nicht verpuppen und würden einfach ausgebrannt werden. Nur zum Verständnis, das Wachs für die Anfangsstreifen war aus deiner Imkerei oder war vom Mittelwänden? Das Wachs war aus meiner Imkerei, das eingetauscht wurde beim Umarbeiter und die hat mir anderes Wachs gegeben. Auch dieses Bild ist typisch für Völker, die dann eingegangen sind, über den Winter. Eine komische Fermentation entsteht. Es läuft eine braune, nicht komisch fermentierte Masse heraus aus den Waben. Auch hier sieht man wieder Pollen unregelmäßig abgelagert. Und das Futter wurde nicht richtig fermentiert und nicht richtig eingelagert. Dieses Bild wird manchen auch bekannt sein, dass man Brot findet, eine sogenannte Glatzkopfbrot, Schwarzkopfbrot. Die Brot, die Bienen, kommen bis zu einem gewissen Entwicklungsstadium und sterben dann. Es ist kein Varroa-Schall. Das sind alles Bienen auf Schadwachs, wie man es aus Zellen herausziehen kann. Man sieht auch eingefallene Zelldeckel. Man könnte jetzt meinen, ja, ist das Varroa-sensitive Hygiene hier? Die Brut wird rausgefressen, wird geöffnet. Hier sieht man eine entwickelte Biene, man sieht schon die lila Augen. Also wird rausgefressen, wird abgenagt. Eine Frage? Ja? Weißen Punkte unten bei den Zellen? Diese weißen Punkten, ja. Die hier, das ist Wachs, wenn man rauszieht, wenn die das abnagen, ja, die Bienen, flutscht das hier runter und liegt in meinen Zellen drin. Es ist kein Varroa-Kot. Auch sehr typisch, das sind jetzt zwei Seiten einer gleichen Wabe von einem Mini-Plus-Volk, das nicht mehr zu retten war. Auf einer Seite sieht man dieses Schrotschussbild und auf der anderen Seite sind Nachschaffungszellen vorhanden, obwohl dieses Volk eine lebende Königin hat. Eine vollintakte Königin. Auch typisch für dieses Wachs ist Winterfutter, das eingelagert wird und es kristallisiert aus. Dieses Futter bleibt nicht flüssig, sondern wird fest. Früher hat man gesagt, ja, wir haben Probleme, wir haben schlechtes Futter bekommen oder das Springkraut hat mit reingehonigt, wir haben zu viel Glucose noch mit reinbekommen, dass das Futter auskristallisiert. Das ist typisch. Hier sieht man auch schon, wie es in Gärung langsam übergeht. Die Bienen können sich auf solchem Futter nicht mehr ernähren. Pollen. Pollen fängt an zu schimmeln. Man sieht wieder auch wieder hier diese starke Propolisierung. Der Pollen schimmelt. Der Pollen hat keine Fermentation mehr. Er ist nicht mehr haltbar im Bienenvolk. Die Lagerfähigkeit des Pollens ist verloren gegangen. Ein ganz, ganz typisches Bild für dieses Wachs sind hier rund ausgezogene Böden der Zellen.
Die Zellen sind alle unterschiedlich. Sie sind hier rund, wenn ihr das seht. Ja. Auch am Rand sind hier so Ablagen, dass man meinen könnte, es wäre wie Schimmel oder wie wenn es angelaufen wäre, ist typisch zu erkennen beim Schadwachs. So soll es normalerweise ausschauen. Schön Rhombusform und die Zellen liegen schön im Rhombus drin. Haben wir beim Schadwachs nicht. Im Schadwachs wird das ganze Mittelwand unten rund, der Boden rund ausgezogen und hat keine Rhombusform mehr. Es ist sehr hilfreich, um sowas zu erkennen, weil man es mit bloßem Auge nicht erkennen kann, wenn man sich eine vernünftige Kamera mit einem guten Makroobjektiv zulegt, dann kann man sowas fotografieren und kann es dann auf dem PC oder auf dem Handy anschauen, wie es da drin wirklich ausschaut. Auch das ist typisch. Das Bild ist etwas verzerrt, das sind datantonische Raumwaben. Man sieht, es wird nicht richtig angebaut. Hier, wo der Draht ist, wird das Wachs abgetragen. Und das sind Völker, die standen eigentlich in Volltracht. Diese Völker haben den Honigraum nicht angenommen. Wie oft hört man von Anfängern, was soll ich mit meinen Bienen machen? Meine Bienen nehmen den Honigraum nicht an. Sie gehen nicht durchs Absperrgitter. Da wird empfohlen, da hast keine Tracht, das und selbst und jenes stimmt nicht. Aber es ist ganz deutlich, dass dies passiert bei Schadmittelwachs. Das hier ist Drohnenbau, der geschnitten wurde, wo oben drüber Schadmittelwandwachs war, wo man es nicht gemerkt hat. Das ist ein Bild von mir von 2015 schon. Mir war das damals nicht bewusst. Bin ich eigentlich davon ausgegangen, ich habe eine Pflanzenschutzmittelvergiftung und dass die Drohnen da einen Schaden gehabt haben und die Bienen hätten das ausgeräumt. Im Nachhinein weiß ich, dass das Schadmittelwandwachs war. Bitte? Hat jemand eine Frage? Ja, das ist doch Naturwabenbau. Ich arbeite mit den Mittelwänden so, dass ich unten nicht mehr die Mittelwand bis unten einlöte, sondern eher eine Langstrohmittelwand nehme in Datant, damit die Bienen unten, dort wo normalerweise ein Bienenvolk, wenn das so hängt, hat gestern der Bernhard gezeigt, macht hier unten die Weißelzellen, dann kommt außenrum der Drohnenbau und deswegen mache ich den Drohnenbau unten an jeder Wabe, damit das Volk die Möglichkeit hat, unten Drohnenbau zu errichten, damit ich nicht eine extra Drohnenwabe stecken muss. Das ist Naturbau. Ja? Aber da überträgt sich das Gefühl des Wachses in den Naturwaben. Richtig, so ist es. Wir können ja nochmal, Sie haben ja gesehen, ganz am Anfang habe ich dieses Bild gezeigt mit dem Naturbau, nur mit einem ganz kleinen Anfangsstreifen von 2 cm. Die ganze Wabe ist nachher verseucht. Ganz ausgebaute Wabe. Ja, und das ist mir dann passiert. Warum ich überhaupt auf dieses Thema Wachs gekommen bin. Ich hatte Königin, 65 Inselköniginnen zurückgebracht aus Marken, alle von einer Mutter, und habe die eingeweißelt in meine Mini Plus und keins der Mini Plus war mehr zu retten und alle sind gestorben. Dann geht natürlich die Fragerei los, was ist falsch? Inzucht kann ich ausschließen, wenn ich mit meinen eigenen Bienen, die diese Linie nie auf dieser Belegstelle war, mit denen eigentlich noch nie was zu tun gehabt haben, auf der Inselbelegstelle, und dort begattet werden, dass nicht alle 65 Völker Inzuchtschäden haben. Dann haben wir gedacht, wurden die Königinnen nicht richtig begattet? Auch das hat sich nicht herausgestellt, dass die Königinnen nicht richtig begattet wurden, im Nachhinein. Und ich habe einen Stand mit 65 Völker verloren, 65 Inselkönigin, einen immensen Schaden für meine Imkerei und für mich.
Und dann ging die Sucherei los, was ist es? Woher kommen die Schäden? Mir war damals nicht bewusst, welches Fass aufgemacht wird, woher die Schäden kommen. Ich habe die Probleme immer bei mir gesucht. Trachtprobleme, Varroa-Probleme, jene Probleme. Alles, aber keiner von uns hat an Wachs gedacht. Bis ich über soziale Medien andere Imker kennengelernt habe, die gleichen Schäden haben, von den gleichen Schäden berichtet haben. Und am Schluss ist nur ein einziger Nenner übrig geblieben. Wir hatten alle von dem gleichen Wachsumarbeiter unser Wachs bezogen, beziehungsweise Eigenwachs getauscht gegen sauberes, reinstes, bestes, so wie versprochen war, Bienenwachs. Ich hatte in Deutschland daraufhin Wachs an den Klaus Wallner geschickt, mit der Bitte um Untersuchung. Von Klaus Wallner kam das Analyseergebnis zurück. Ja, du hast da Taufluorinat drin und ein Zeckenmittel, das in Deutschland nicht mehr erlaubt ist, das in anderen Ländern als Zeckenmilbenmittel verwendet wird, eventuell auch von nicht wissenden Imkern als Varroamittel. Dein Wachs ist dann angereichert, aber eigentlich dürfte das keine Probleme machen. Und Klaus gefragt, Klaus, kannst du mir mal sagen, ist das überhaupt Bienenwachs? Er sagt, Klaus, die Möglichkeit habe ich diese Untersuchung nicht, da musste ich an ein anderes Labor wenden, zum Beispiel an Zellanalyse in Zelle. Da ich aber damals auch nicht keinem Institut und keinem Labor mehr in Deutschland traute, ging ich hin und habe gesagt, ich will mein Wachs untersuchen lassen, ich will Wachs untersuchen lassen, was es ist. Ein Freund von mir, der Simon Weber, der hat in Österreich studiert, hat in Österreich eine Universität gekannt und hat gesagt, Markus, die können dir das Wachs untersuchen. Die sind ganz neu in dem Thema, die wissen aber nicht, was sie untersuchen müssen, nach was sie suchen müssen. Bitte stell ihnen eine Referenzprobe her. Darauf bin ich hingegangen. Ich weiß nicht, ob jemand diese Begattungskästchen kennt. Das sind sogenannte Zellerpütscher. Da kommen 150 Gramm Bienen rein. Unten wird mit reinem Zuckerteig gefüttert. Und die Bienen bauen dann diese Begattungskästchen aus zur Begattung. Und ich bin dann hingegangen, habe Kunstschwärme gemacht, kleine, habe die in den Keller gestellt, habe die 5-6 Tage im Keller bauen lassen, bin dann hin, habe die Bienen wieder abgeschlagen, habe das Wachs im Wasserbad geschmolzen, habe es abkühlen lassen und da war mein erstes Aha-Erlebnis über Bienenwachs überhaupt. Weil es hat sich hier eine weiße Schicht gebildet, die hat ausgeschaut wie Schmalz. Logo, die haben können keinen Pollen reinbringen, die haben können keine Farbstoffe reinbringen. Und das Zeug hat gerochen, na, vielleicht kennt jemand von euch noch so eine gute Bauernbutter, die aus einem frischen Rahm gemacht wurde, die so säuerlich riecht. Die also nicht so riecht wie diese Butter, die wir aus dem Supermarkt kennen, sondern so einen leichten säuerlichen Buttertouch. Und so hat das Zeug gerochen. Ich hatte dann 35 Gramm von diesem Wachs gewonnen und habe das nach Österreich ins Labor geschickt, um zu wissen, mit diesem Schadwachs, das ich hatte, als Referenzprobe, damit die das in einem Gaschromatographen vergleichen können. Weil man braucht immer eine Referenzprobe, um zu wissen, was ist eigentlich anders. Ja? Wie schaut es anders da aus? Und das war dann das Analyseergebnis. Die obere Kurve ist das Wachs, das die Bienen selbst geschwitzt haben. Ja? Also hier ein Peak, das ist typisch für Bienenwachs. Wenn hier größere Peaks drin wären, wäre das Wachs zum Beispiel mit irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln, Umwelteinflüssen verunreinigt, dann müssten die hoch sein. Und diese Kurve da unten war die Kurve von diesem Schadwachs. Man hat hier einen Peak, wo ein Bienenvolk keinen Peak hat und dann ist überhaupt nichts mehr drin. Die Aussage,
des Wachsumarbeiters hat gestimmt. Er hat mir absolut pestizidfreies Wachs eigentlich gegeben. Da sind halt die kleinen Picks drin hier, vielleicht mit dem Brokatit und mit dem Taufluffinat, aber sonst ist dieses Bienenwachs, wenn das Bienenwachs wäre, sehr, sehr sauber, sehr ungewöhnlich sauber. Allerdings fehlt dieser Peak, müsste eigentlich weiter links sitzen, um an diesen Peak anzunähern, und dieser Peak fehlt vollkommen. Und da haben wir gewusst, das, was wir hier geliefert kriegen, kann kein echtes, reines Bienenwachs sein. Zu dem Zeitpunkt haben wir nicht gewusst, was für Bienenwachs das ist. Wir haben nur die Gewissheit gehabt, es ist gefälschtes, gefaktes Bienenwachs. Und anscheinend sind wir einen Betrug auferlegen. Daraufhin habe ich eine Anzeige gemacht. Ich war der Erste in Deutschland, der diesen Wachsumarbeiter dann wegen Betrug angezeigt hat. Blauäugig, wie sich im Nachhinein herausstellt. Weil ich bin ja davon ausgegangen, ganz logisch, Bienenwachs wird von Bienen geschwitzt. Ja, da muss es doch eine Regel geben, was Bienenwachs ist. Ist aber leider nicht so. Dann hat man dieses Wachs wieder untersucht mit anderen Vergleichsproben und das war dann Stearin. Stearin, kennt jeder, Stearinkerzen, meint man zu kennen als Stearinkerzen, ja, was man so unter Stearinkerzen versteht. Und Stearin ist ein Gemisch aus Stearinsäure und Palmitinsäure. Die Palmitinsäure findet man hier. Das ist die Palmitinsäure. Also Stearin ist ein Gemisch, ein Estergemisch aus Stearinsäure und Palmitinsäure. Palmitinsäure, haben wir ganz in der ersten Folie gesehen, ist Bestandteil eines natürlichen Bienenwachses. Stearin wird gewonnen aus Verseifen und Anseifen, an Ansäuren von Seifenlaugen. Mit der Seifenlauge hergestellt. Der Schmelzpunkt von Stearin ist zwischen 69 und 70 Grad. Also höher wie der von echtem Bienenwachs. Stearin wird gewonnen von tierischen Fetten, Abdeckerei. Zum Beispiel alle Fälle, da was Fett abgeht, kann man zu Stearin verarbeiten. Und aus pflanzlichen Fetten, zum Beispiel Kokos, Palmfett, kann man herstellen, Stearin. Und das Interessante ist, es wird sehr, sehr selten für die Kerzenherstellung verwendet. Es hat bei der Kerzenherstellung nur einen Marktanteil von 7%. Jeder meint, Stearinkerzen wäre ganz normal. Nein, nur ein Marktanteil von 7%. Viel öfters für Kerzen 80% mit Paraffin verwendet. Paraffin ist ein Erdölprodukt. Es wird benutzt als Brennstoff, als Treibmittel. Paraffin liegt in flüssigen Formen vor, in öligen Formen, pastös. Es gibt weich, hart Paraffin, einen viel größeren Produktsektor gibt es für Paraffin. Paraffin hat auch wieder einen ganz anderen Schmelzpunkt, und zwar von 45 bis 60 Grad. Ab 45 Grad kann Paraffin schmelzen. Und der Erstarrungspunkt ist zwischen 50 und 62 Grad, wo es wieder fest wird. Also eine Riesenspanne zwischendrin. Und auch sehr interessant ist eine Volumenszunahme beim Erhitzen von Paraffin von über 10%. Paraffin wird mehr, Bienenwachs und Stearin wird nicht mehr, wenn man es warm macht. Moment, mal eine dumme Frage. Warum ist der Schmelzpunkt niedriger wie der Erstarrungspunkt? Das sind Anomalien von Fetten. Das ist so, auch beim Bienenwachs haben wir das. Bienenwachs schmilzt ihnen zum Beispiel bei einer Temperatur von 62 Grad
Man muss da aufpassen, was man überhaupt sagt mit Schmelzen, weil im Prinzip ist es gar kein richtiges Schmelzen, sondern Bienenwachs und diese ganze Fette sind, man muss sich das vorstellen, sind Fettestern, Fettkette, die rollt sich zusammen, wird so zu Kügelchen, mal ganz primitiv ausgedrückt, ja, und dann liegen diese ganzen Kügelchen aneinander. Und je wärmer es wird, umso mehr fangen die Kügelchen sich an, voneinander wegzubewegen. Und das meint man eigentlich, es schmilzt. Aber auch Bienenwachs ist in dieser Form, wie wir es kennen als Block, immer noch flüssig. Bloß es bewegt sich nicht. Es ist einfach zu zäh, die Viskosität ist anders da. Und deswegen, wenn es mal warm ist, ja, entsteht ein ganz anderer Temperaturverlauf, bis es wieder fest wird. Bienenwachs wird bei 65 Grad wieder fest, fängt aber bei 62 Grad an zu schmelzen. Und da haben wir einen ganz kurzen Zeitspanne oder Temperaturspanne, wo das passieren kann. Und das ist bei diesen künstlichen Wachsen oder künstlichen Fetten nicht so. Das sind Schäden, wie sie jetzt rumgegangen sind, zum Beispiel, was im Frankenland war. Wir hatten fast 100% eingefärbtes Paraffin und bei den Imkern entstanden dann diese Schäden. Abbrechende Waben, ja, Löcher drin. Das ist typisch, wenn man diese Schäden sieht, sind typisch für Paraffin. Allerdings ist Paraffin nicht bekannt, dass es giftig ist für Bienen. Auch wenn man hohe Prozentsätze von Paraffin zusetzt, sind keine Bienenschäden bekannt. Man kennt vielleicht, oh, so eine Mittelwände, die habe ich gekauft und die löte ich dann ein und dann hängen die im Volk drin und dann plötzlich kriegen die unten so eine Welle, so ein Rund und irgendwie passt das nicht. Dann fragt man jemanden, du, warum passiert das, warum wählt sich diese Mittelwand so durch im Bienenvolk, warum wird etwas so krumm ausgebaut, kriegt man zur Antwort, ja, du bist eigentlich zu blöd, du musst ja aber Bienenwachs bei Stocktemperaturen Mittelwände einlöten, damit das nicht passiert. Ja. Aber diese glaubt nicht, dass das passiert, wenn einer zu blöd ist, eine Mittelwand richtig einzulöten. Ja. Und das war das Problem, wo sich zwei Skandale eigentlich letztes Jahr überschnitten haben. Das war dieser Paraffin-Skandal, der erstmal so an die Oberfläche gekommen ist. Aber Paraffin wird schon jahrelang in Bienenwachs mit reingearbeitet. Jahrelang, jahrzehntelang. Und wir hatten keine Schäden in den Bienenvölkern anhand der Brut- und der Langlebigkeit der Bienen über Paraffin. War zwar nicht besonders schön, was da reingemischt wurde, aber wir hatten keine Schäden. Warum wurde das gemacht? Weil Bienenwachs ein teures Produkt ist. Paraffin ist relativ günstig im Gegensatz zu Stearin. Man hat es dann reingemixt, um einfach einen Mehrwert zu kriegen. Oder man hat es reingemacht, weil die Mittelwände flexibler, weicher, besser, nicht so bruchempfindlich sind. Jeder wird sicher wissen, dass er sagt, oh, wir nehmen gewalzte Mittelwände, die brechen nicht so leicht wie gegossene. Ja, weil in den gewalzten Mittelwänden wird Paraffin drunter gemixt, um auf diesen modernen Anlagen schnell Bienenwachs verarbeiten zu können zu Mittelwänden. Das ist einfach einfacher. Also einen technischen Grund. Das sind jetzt typische Hartparaffinschäden. Seht ihr, was da ist? Was ist da passiert? Im Gegensatz zu Weichparaffin. Wer kann es erkennen? Seht ihr es jetzt? Die kommen nicht raus. Die Deckel sind zwar weg, aber das ist so hart, eine normale Wabe wäre so, dass die Biene sich praktisch wie durch eine Gebärmutter sich rausdrücken kann und die Hüfte der Gebärmutter macht Platz. Und das passiert bei Hartparaffin nicht. Auch diese Schäden sind aufgetaucht, aber solche Schäden kennt man mehr aus der Vergangenheit und nicht aus der jüngsten Vergangenheit. Jetzt schauen wir mal, wenn man so googelt,
Ist Paraffin eigentlich giftig? Und die einen sagen, nö, ist nicht giftig. Ja, aber wenn man jetzt Ökotest liest, ja, gerade für Kosmetikindustrie, sagt man, dass auch bei geringen Problemen entstehen können, dass es bei den Haut der Kosmetik die Poren verstopft, die Haut nicht mehr atmen kann. Es trocknet die Haut aus und es setzt sich in den Nieren, in der Leber und in den Lymphknoten ab. Paraffin. Ja, wenn Sie Paraffin essen, ist nicht erlaubt in Lebensmitteln drin, ja, reichert sich die Lymphknoten und Leber- und Nierenschäden können entstehen. Paraffin wird auch allgemein oder früher als Petrolatum genannt. Es hat die Fähigkeit, den Körper daran zu hindern, seine natürlichen Entgiftungsprozesse durchzuführen. Es kann Lichtempfindlichkeit erzeugen und der Haut körpereigene Öle entziehen. Erinnern wir uns, Paraffin wurde schon jahrelang unserem Bienenwachs zugesetzt und die Imker sahen keine Schäden. Wie empfindlich ist eine Bienenlarve gegen unsere Haut, die viel abkann? Eine ganz andere Haut, ganz viel dünner ist die Haut. Und das kann zu Larventod führen. Durch das Austrocknen und das Vergiften, wenn wir zusätzliche Faktoren reinbekommen. Und die haben wir mittlerweile. So, dann hatten wir das Problem, dass ich hier eine Analyse hatte, was stimmt und was stimmt nicht. Da ich einen guten Kontakt zu Jupp van Praag hatte, leider ist er am 5. November verstorben, einer unserer besten Wissenschaftler, die wir überhaupt in Deutschland gehabt haben, ist leider zu früh gegangen. Und Jupp hat zu mir gesagt, Markus, er hat da was gehört, ich soll mich mal mit dem Wim Rijbroeck in Belgien von dem dortigen Landwirtschaftsministerium in Verbindung setzen, schreib dem mal, der wartet auf eine E-Mail von dir und schilder ihm dein Problem und schilder ihm, was passiert ist. Da habe ich dem Jupp geschrieben, er schreibt zu mir, Markus, danke für Ihre Berichte, ich weiß nicht, ob Stearinsäure auch toxisch für Bienen ist. Das war am 22.08.2016. Wim Rijbroeck, der Name kommt nachher nochmal, schreibt mir, er weiß nicht, ob es toxisch für Bienen ist. Aber gleichzeitig schreibt er mir auch, in Belgien ist ein Lösungsmittelkonzentrat von Rietje, das kurz genannt Zerdox, mit dieser Artikelnummer, im Gebrauch, um Mittelwände herzustellen, um diese Walzen besser vom Wachs lösen zu können, um in Mittelwandherstellung eine bessere Ablösung der Mittelwände von den Walzen zu erzeugen. Ein technisches Mittel, ein Tensid. Und er hatte mit diesem Tensid, hatte er Versuche gemacht und stellte fest, dass dieses Tensid Bakterien tötet. Auch gute Bakterien tötet. Und er hat zu mir gesagt, er muss noch weitere Untersuchungen machen. Aber, jetzt kommt das Aber, sagen Sie, ich möchte bitte das Verbraucher- und Lebensmittelschutzamt in Deutschland informieren, was da los ist. Die sollen sich darum kümmern. Er hätte das in Belgien auch gemacht. Habe ich dann gemacht. Interessiert keinen. Hat keinen in Deutschland interessiert. Weil, ist die große Frage, es hat keinen interessiert. Ich habe da sehr viele Schriftwechsel geführt, mit allen möglichen Stellen, bis ganz hoch in Abteilung 1 nach Berlin. Aber keiner hat sich darum gekümmert und jeder hat gesagt, dieses Tensid ist wie eine Seife, es ist unschädlich. Macht nichts. Daraufhin haben wir uns mal diese chemische Charakterisierung von diesem Fettalkohol Polyglycolether angeschaut.
Und das ist ein sogenannter 10-11-Ox-Alkohol. Und die Konzentration in diesem Mittel liegt ja vor 80%. Was die anderen 20% ist, sagt keiner. Die meisten sagen, es ist Wasser. Aber es gibt kein Datenblatt darüber, was die anderen 20% sind. So, und da gibt es nach vieler Recherche erstmal kein öffentliches Datenblatt, aber man findet es doch, wenn man richtig tief sucht, und man findet dann die Giftigkeit von Serdox auf Laborfische, das sind Zebrafische, die im Labor verwendet werden, um zu wissen, ob irgendwas giftig ist. Und da ist eine LC50, also die Lebenserwartung, dass die Hälfte aller Versuchstiere weg ist, ja, von 1 bis 10 Milligramm nach 96 Stunden auf diesen Fisch. Dann habe ich mich gefragt, wenn 1 bis 10 Milligramm auf so einen relativ großen Fisch, ja, der 2, 3 Gramm hat, wie schwer sind unsere Bienenlarven? Wie wirkt es auf unsere Bienenlarven? Was passiert da? Rietsche angerufen. Rietsche hat die Auskunft gegeben. Ja, sie gehen davon aus, dass von ihrem Gemisch pro Mittelwand Zander 10 Milligramm Rückstände sind. Vielleicht sagst du nochmal, wer Rietsche ist. Rietsche ist ein Hersteller von Mittelwandumarbeit, also Mittelwandgießanlagen. Der ist weltweit tätig. Das ist der beste eigentlich, der die besten Anlagen baut, richtig gutes deutsches Know-how. Und der baut diese Anlagen, auf denen Mittelwände gewalzt werden. Jetzt kommen wir mal, halten wir das mal im Hinterkopf, was ich erzählt habe. Jetzt kommen wir auf eine Tensidwirkung PSM, das ist mal Serdox genannt. Serdox ist ein Überbegriff, denn Serdox wird auch verwendet, zum Beispiel bei der Krustierung, bei Pflanzenschutzmitteln. Es wird verwendet in Pflanzenschutzmitteln selbst drin. Zum Beispiel ein Neonicotinoid wird ausgebracht. Man braucht was die Oberflächenspannung auf dem Mittel so heruntersenkt, dass sich das gleichmäßig auf dem Blatt verteilt und sehr schnell in die Blattoberfläche einziehen kann. Also PSM, zwischendrin ist dieses Serdox, 10-11-Alkohol, sind sehr klein, und das bewirkt, dass sich das auf der Blattoberfläche, wenn das die Blattoberfläche wäre, gleichmäßig und schnell verteilt, dass die Zellporen von den Pflanzen dieses Gift aufnehmen können, nebenbei sind die Insekten. Und dieses Tensid dringt in die Wachsschichten ein, und dann haben wir dieses Pflanzenschutzmittel in der Pflanze drin, und es erscheint logischerweise im Propolis und im Nektar. Und der Sinn ist, dass die Pflanzenschutzmittel besser eindringen. Kommen wir zu Pflanzenschutzmitteln. Jeder weiß, dass die ganzen Versuche mit Pflanzenschutzmitteln, mit Neonicotinoiden, alle mit Reinstoffen gemacht werden. Es werden nie zusammen mit den Tensiden diese Mittel auf Bienenungefährlichkeit geprüft, sondern immer der Reinstoff. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen hauptsächlich auf Reinstoffe, nur auf das PSM getestet. Das ist, wie gesagt, Serdox steht als Synonym für Tenside, weil Serdox ist eigentlich ein Firmenname. Es sind Tenside in den Beizen und sie werden benutzt als Oberflächenentspanner. Klaus Wallner hat mal einen Vortrag gehalten in Stuttgart. Da hat er erklärt, Leute, ihr braucht ja gar keine Angst haben, dass euer Honig irgendwie mit Pflanzenschutzmitteln unnötig angereichert wird, weil der Honig, der Nektar wird eingelagert in die Zelle und dann treten die Pflanzenschutzmittel ins Wachs über. Wachs hat eine reinigende Wirkung auf den Honig. Diesen Vortrag gibt es von Klaus Wallner. Jetzt kommt noch dieses Tensid dazu. Das Tensid, hat vorhin gehört, hat eine Oberflächenentspannung. Und dieses Tensid ermöglicht
dass die Schadstoffe, die Pflanzenschutzmittel, noch schneller in das Wachs diffundieren können. Honig ist sauber, aber wir haben dann das Problem im Wachs sitzen. C11-Alkohole wirken wie Pheromone. Ist auch den wenigsten bekannt. Also Serdox ist ein C11-Ox-Alkohol, wirkt wie ein Pheromon. Many Alcohols, also zwischen C10 und C11, das sind die Kohlenwasserstoffe, wirken als Pheromone auf die Glanz, also auf die Futtersaftdrüsen und schädigen Brut, schädigen also Insekten. Das weiß man. Diese Dinger werden zum Beispiel auch benutzt als Mottenlockmittel. Also diese Pheromonkomposite, ja, sind meistens fettig. Ja, und diese Säurederivaten haben eine Länge von 10C bis C18. Also wie das Serdox. Deswegen haben wir damals gedacht, boah, wir haben die Lösung. Es ist dieses Mittel, das vielleicht in einer neuen Zusammensetzung dem Rietsche verkauft wurde. Die ganze Zeit hat das funktioniert, hat er ein neues Mittel verkauft bekommen, weil wir auch zwei unterschiedliche Datenblätter geliefert bekommen haben, die widersprüchlich waren, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. War eine Vermutung, eine Hypothese. Ja, ich weiß nicht, ob jemand diese Studie schon gesehen hat. Diese Studie ist aus Zelle, wurde in Zelle gemacht. Da hat Zelle jetzt eigenes Baurahmenwachs untersucht, ne? Findet so und so viel Palmitinsäure und interessanterweise findet Zelle selbst in ihrem Baurahmenwachs noch Stearin. Vorher haben wir gehört, Stearin kann unmöglich eigentlich im Bienenwachs sein, aber doch, es könnte drin sein, weil aus was wird Stearinsäure gewonnen? Wer weiß es noch? Genau, Verseifung von Fett. Könnte also auch sein, dass wir draußen eine Verseifung auf irgendwelchen Pflanzen haben. Pflanzen haben immer eine fette Oberfläche, das ist reingetragen worden. Entdeckungswachs von Zelle, geringerer Palmitinsäuregehalt, Stearinsäure ähnlich im Spektrum, Ölsäuren sind total perfekt, so wie sie sein sollen. Mittelwände, was sie selber hergestellt haben, passt auch. Ja? Wenn die da zusammenmischen, das, kann das hier rauskommen. Ja? Das passt alles. Mischwachs passt auch. Allerdings hat dieses Bienenwachs, das wir damals schon gewusst haben, das aus China kam, das wird aus China verkauft, nennt sich zum Beispiel Karlwachs 8107, wird für technische Zwecke verwendet, kommt aus China, wird in China eingekauft, hat eine Palmitinsäure von 40,6, allerdings ein Stearinsäuregehalt von 40,3. Die nächste Probe aus China, aus einer anderen Quelle, 37,5. Im Schnitt 30,8% Stearinsäure drin, die im Bienenwachs nichts verloren hat. Zeller hat auch auf chemische Rückstände untersucht. Das könnte man ja da schauen. Ja, Chlorpyrrhos, Carbofan, naja, das ist ja alles unter den Werten, die da bis auf Taufluvinat, das ist 0,54. Ja, im Honig dürfen es 0,5 sein, damit der Honig noch verkehrsfähig ist. Und da ist im Wachs 0,54, im Honig ist nichts zu finden, passt eigentlich alles. Allerdings, was, wenn man alles zusammenzählt, kommen wir hinten auf die Summe der toxischen Stoffe von 0,105 Milligramm pro Kilogramm Wachs. Salat. Dann gibt es auch eine Studie von diesem Wim Reitbrück, unter anderem mit dem Oliver Wilmart, auch aus Belgien. Die haben untersucht, welche Stoffe schädigen Bienen in Wachs. Allerdings haben die nur
die Einzelstoffe untersucht, aber das Potenzial des Cocktail-Effektes wurde in diesem Papier, also in dieser wissenschaftlichen Arbeit, nicht erwähnt. Das ist der letzte Satz. Nach ein paar Seiten findet man diesen letzten Satz. Die Einzelstoffe wurden gesucht, die schädigen die Bienen eigentlich nicht. Ja? Immer noch adulte Bienen, keine Bienenlarven. Ja? Er schädigen adulte Bienen nicht, aber der Kombinationseffekt wurde nicht, das wurde nicht untersucht. Es wurde praktisch immer nur die Einzelstoffe untersucht, ob das adulte erwachsene Bienen schädigt, keine Bienenlarven, aber nicht das Komposit, die Mischung von allen Stoffen, die drin sein können. Das ist ein Report, ich weiß nicht, wer den gelesen hat, relativ neu, Juni 30, 2017. Weil ich habe nicht aufgehört, den Wim Reitröckler zu nerven. Unter anderem haben die ja selbst Probleme bekommen in Belgien mit Schadwachs, wo die Bienen drauf sterben. Und er hat gesagt, er wird sich darum kümmern, er wird eine Studie veröffentlichen. Er hat dann diese Studie veröffentlicht am 30. Juni. Und in dieser Studie hat er Folgendes gemacht. Er hat hier verschiedene Arten von Mittelwänden eingelötet. A. China-Wachs und auch bestes Wachs, in Anführungszeichen, aus Afrika, wo man wusste, es hat einen Kohlenwasserstoffgehalt unter 14% und es ist frei von Pflanzenschutzmittelrückständen. Er hat auch untersucht, ob dieses Mittel frei von Brom ist. Es war auch kein Brom drin, es war ein sauberes, bestes Bienenwachs. Also, Probe gemacht, Wabentasche, Königin hinten dran eingesperrt und die Königin drauf stiften lassen und brüten lassen. Gucken, was passiert. Und was kam raus? Es kam dieses Brotbild heraus. Das war das Afrika-Wachs. Und alles andere war Schadwachs. Er hat auch diese Schadwachse verdünnt. Er hat sie runter verdünnt bis auf 15%. 15% Schadwachs, Stearinsäure, macht schon dieses Brotbild. Hier. Wir sind uns mittlerweile einig, da diese Zeichen so signifikant Brotschäden macht von 15%, dass schon 5% Schadwachs die Bienen massiv schädigt. 5% Stearinsäure, ja, Stearin, im Bienenwachs verursacht mindestens diese Schäden. Und dann ist es auch klar, wenn man vorher sieht, dass ein kleiner Anfangsstreifen sich durchgehend ansteckend ist auf die ganze Wabe runter. Oder auch das Gegenwaben, die in den Völkern sitzen. Auf der einen Seite sitzt eine super gute Bienenwachswabe, die wunderbar bebrütet war. Steckt man Mittelwände dazwischen, wird diese Wabe mit angesteckt durch Umtrag von Bienenwachs. Bei Bienenwachs muss man sich vorstellen, ist in einem Bienenvolk nicht statisch vorhanden, sondern es wird ständig umgetragen. Die Bienen tragen um, wo sie das Wachs brauchen. Und dadurch werden auch diese Gifte und diese Schadstoffe mit umgetragen. Bitte sehr. Das wirkt sich das dann nicht auf den afrikanischen Bereich da aus. Richtig. Genau das ist hier auch passiert. Hier oben sieht man es, ja? Sind auch die Schäden entstanden. So. Wer kennt das nicht? Er bereitet seine Abideas vor. Lötet hier brav deine Anfangsstreifen ein und sieht dann plötzlich sowas. Oh, irgendwas, schlechte Königin, irgendwas ist schiefgelaufen. Nein, das kommt von diesen kleinen Anfangsstreifen, entstehen schon diese Brotbilder. 5%. Dr. Sebastian Spivock hat dann angefangen, sich sehr tief in dieses Thema reinzuknien, hat auch die ganzen Informationen, die so gesammelt wurden von uns, einfach, sag jetzt mal, vor den Latz geknallt bekommen, hat gesagt, komm, du bist Wissenschaftler, sortier mal, richte das mal, guck mal, was da passiert.
Und er hat dann Untersuchungen gemacht, die wurden auch im Deutschen Bienenjournal veröffentlicht, wo Imker untersucht wurden auf Rückstände und auf Verfälschung. Das habe ich über Bernhard, einen Freund, kennengelernt, der hat auch letztes Jahr Probleme gehabt. Er hat gesagt, du Markus, wenn das doch irgendwas im Stearin ist oder wenn das irgendwie nur außen Serdox, wenn das Serdox drauf ist, das können wir doch abwaschen. Das wasche ich ab. Das lege ich in Wasser ein und gucke dann, was passiert, ob die Bienen dann vertragen, dieses Wachs. Und da sind wir dann zufällig drauf gekommen, dieses Wachs kriegt so einen komischen Beschlag. Ne? Absolut weiß wird weiß. Und das nächste Wachs nebendran, bestes Bienenwachs, macht keine Veränderungen durch in dem Wasser, in dem Mineralwasser, wo der Jörg das eingelegt hat. Deswegen sage ich, es ist der T-Test. Daraufhin habe ich den Dr. Neumann in Aulendorf informiert und habe gesagt, du, guck mal, da ist irgendwas. Der hat dann einen Schnelltest gemacht, weil er das wiederholen wollte und hat dann sein eigenes Wachs genommen. Dieses eigene Wachs lag mit diesem Wachs zusammen im gleichen Wasserbehälter. Deswegen geht er davon aus, sagt er, dass es auch einen leichten Beschlag hat. Das ist sauberes Bienenwachs und so schaut das China-Wachs aus, so läuft das an. Also irgendwas ist da drauf und man hätte ja einen relativen Schnelltest, um testen zu können, ob das Bienenwachs funktioniert. Wo wir davon heute ausgehen, dieser Test funktioniert, um Stearinsäure detektieren zu können. Warum? Weil Mineralwasser ist kalziumhaltig. Und es bildet sich ein sogenanntes Calciumstearat. Und das sind Kalkseifen, Salze, die entstehen aus der Stearinsäure. A, kann es aber auch sein, weil wir ja wissen, es ist ein reines synthetisches Wachs, was wir da aus China bekommen haben, verschnitten mit Bienenwachs, weil dieses Calciumstearat wird auch zur Herstellung von Stabilisatoren für Kunststoffe bevorzugt in Verbindung mit Zinkstearat oder Bariumstearat oder Magnesiumstearat verwendet. Also, um diese Kunststoffe fester zu machen als Hartmacher, dass die nicht weich sind. Wie lange muss das Wachs im Wasser liegen? Das Wachs über Nacht ins Wasser liegen, am nächsten Tag rausziehen. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass es genügt. Das hat der Bernhard, ich glaube, seine Frau hat es rausgefunden. Bernhard, seine Frau hat es rausgefunden. Die hat einen Wasserkocher genommen, hat Schadwachs über einen Wasserkocher gehalten, das im Wasserkocher beschlagen worden, neben hingelegt und hat man sofort gesehen, es beschlägt sofort. Also mit dem Wasserkocher geht es sehr schnell, kann man sofort erkennen. Muss also nicht mehr über Nacht drin liegen. Wasser mit Kohlensäure oder ohne? Das ist total wurscht. Weil jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, weil Wasser, das verdampft, ist ja destilliertes Wasser. Da dürfte ja gar kein Kalzium mehr drin sein. Also muss dieses Kalziumstearat vorher schon in dem Wachs drin gewesen sein, als Stabilisator, als Kunststoff, damit es fest wird, dass das Wachs getrickst ist, damit es nicht wegschmilzt, nicht wegläuft. Das sind zum Beispiel jetzt Wachsblöcke von mir, die ich sehr, sehr langsam abkühlen gelassen habe. Jetzt sind wir wieder bei den unterschiedlichen Schmelztemperaturen und Erstarrungspunkten von Wachsen. Man sieht deutlich die Schichten, ja? Grau, eine andere Farbe und hier unten ist Bienenwachs. Es trennt sich praktisch auf, wenn man die Blöcke sehr, sehr langsam abkühlen lässt. Und interessant, es entsteht wieder dieser weiße Belag. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Anfangszeit hat man gesagt, schöne Bienenwachskerzen haben eine Patina. Die duften, da kann man abreiben, kann man Föhn heiß machen, verschwindet es wieder. Wenn ihr da mit dem Föhn drauf geht, passiert gar nichts. Das schmilzt zwar das Wachs von außen rein in diesen Belag, aber sobald es kalt wird und ihr macht wieder Wasser drauf, ist es wieder da. Ja? Also ihr kriegt den mit dem Föhn nicht weg. Was auch sehr auffallend ist, ist eine Schaumbröselschicht oben auf den Wachsblöcken. Die riechen wie Gummi, wie Altreife, wie Rauch, wie verbrennter Gummi. Als ich das erste Mal gerochen habe, ich bin Raucher. Also das ist oben nicht unten? Nein, das ist
praktisch, das ist unten, klar, das liegt umgekehrt rum zum Auskühlen und unten bildet sich so eine Schaumschicht, die fest wird, die total nach Gummireif stinkt. Nach Rauch, Rauch, wie wenn ein Auto, wer hat schon mal Autoreifen verbrannt? Okay, danke. Haben wir gemacht früher, wir haben das früher gemacht im Wald, Autoreifen verbrannt als Starthilfe, um die Wipfel von den Fichten verbrennen zu können, damit da immer schön Hitze drin war. Und genau so stinkt das Zeug. Ein Nichtraucher würde sagen, das riecht rauchig. Ich als Raucher sage, nee, das hat mit Rauch überhaupt nichts zu tun, das stinkt nach verbranntem Gummi, das stinkt eklig. Auch interessant ist, dass wenn man den Kessel dann das ganze Wachs abgeschöpft hat, bildet sich oben noch eine ganz dünne Schicht drauf, die genauso stinkt, wie das Zeug stinkt. Eklig. Ja, habt ihr gewusst, dass es synthetisches Bienenwachs zu kaufen gibt? Richtig synthetisches Bienenwachs? Könnt ihr googeln. Geht Alibaba. Alibaba ist eine ähnliche Verkaufsplattform wie bei uns eBay, nur eine chinesische. Da könnt ihr dann eine Firma aufrufen, da kostet dann billig synthetisches Bienenwachs, kostet 3,75 Euro bis 4 Euro das Kilo. Das ist ein teures. Es gibt auch welche für 1,50 Euro, für 1 Euro. Und wenn ihr gleich 20 Tonnen kauft, geht das runter unter 1 Euro das Kilo. Könnt ihr in China kaufen. Und da gibt es, ich lese euch das jetzt hier vor, weil man sieht es sehr schlecht, was synthetisch, es ist ein Polymer-Expekt. So wird es angeboten. Es ist frei von genveränderten Organismen und entspricht allen Normen. Es ist nicht getestet an Tieren und Allergene sind nicht vorhanden. Bestes, sauberstes Wachs. Wird verkauft in 20 Kilopacks und Mindestabnahmemenge ist da mal 500 Gramm. Genau. 20 Kilo und Mindestabnahme sind 500 Kilo. Interessant, was es alles gibt. Jetzt kommen wir zu Bio-Bienenwachs, wie man es offiziell im Netz findet, zum Kaufen. Organic Beeswax. Organic bedeutet in der organisch Bio. Ja? Natural Organic, naturorganisches Bienenwachs. Diese Dinger werden angeboten im Internet für 4 Euro. Wollt ihr wirklich gutes, reinstes Bienenwachs kaufen? Hier Biowachs, reines, kostet es mittlerweile 69 Euro das Kilo reines Bienenwachs. 69 Euro. Was bekommt ihr für euer Bienenwachs, wie das im Moment läuft? 8? 5? Da gibt es einen Jungen, der war ganz schlau. Vielleicht kennt das Gesicht jemand. Der hat in Aulendorf ein neues Patent angemeldet. Es lasse sich mit herkömmlichen Reinigungsverfahren bislang nicht vergleichen. Und er kriegt das Wachs frei von irgendwelchen Rückständen, Pflanzenschutzmittelrückständen, Imkerrückständen, von Varroa-Behandlungsmitteln von 80% und 95%. Und er hat das als Weltpatent angemeldet und hat bei sich in Aulendorf so eine Anlage stehen, behauptet er. Ja? Und er sagt sogar, dass Biowachs in der Industrie fast 10-mal so viel wert ist. Ja? Jetzt hat Karl Reiner, kannst du dich an diesen Artikel erinnern? Da schreibt der Karl Reiner, oder ich weiß wer es war, ja? Schreibt da, passt mal auf, da ist eine Warnung über die Verwendung von Ionenaustauschharz zur Reinigung von Honig und Bienenwachs veröffentlicht worden. Und die Europäische Kommission hat darauf hingewiesen, dass Honig- und Bienenwachsprodukte
nicht als ökologische Erzeugnisse verkauft werden dürfen nach der Reinigung mit Ionenaustauschern, Harzen, weil man befürchtet, dass die Gesundheit schädlich sind. Ja? Darüber hinaus kann die Verwendung dieser Ionenaustauscherharzen gesundheitsschädlich sein. Das hier, so wie ich es richtig verstehe, sind diese Reinigungsanlagen, Karl Rainer, korrigiere mich bitte, die verwendet werden, um Bienenwachs zu reinigen. Ja, das ist richtig, ja. So eine Anlage hat zum Beispiel die Firma Bayer in Celle aufgebaut, zusammen mit der Uni Hohenheim. Und die haben das zusammen finanziert bekommen und die haben dort so eine Anlage stehen, wo die das Bienenwachs reinigen für Zwecke in der Arzneimittelproduktion und in der Kosmetik. Da bringen übrigens auch Biolandimker ihr Wachs hin zum Reinigen lassen. So, was sind Siegel und Analysen wert? Kennt wahrscheinlich auch jeder. Für reines Bienenwachs, ja, garantiert reines Bienenwachs, Bienenzuchtausrüster mit einer Kontrollnummer 1566. Das Ding ist nichts wert, gar nichts. Ja, das ist ein Logo von dem Bienenwachsverband, von dem Verband der Bienenzuchtausrüster. Es hätte mal die Idee gehabt, dass es was wert ist. Mittlerweile backt das praktisch auf jedem Päckchen drauf, was da drin ist, wurde vorher nicht kontrolliert. Es gibt keine Kontrolle. Jetzt wären wir mal beim DIP angelangt. Auch der DIP wurde von mir informiert. Der DIP wurde informiert im Juli 2016, als die ersten Schäden auftraten. Ich habe eine Geschäftsstelle angerufen, na, die Frau Friedrich, mich verwiesen an den Herrn Dr. Ohr. Der Dr. Ohr hat mich dann wieder verwiesen an Herrn Dr. Otten. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Ich wurde die ganze Zeit nur verwiesen. Auch Celle hat von mir, von diesen Bienenwachsplatten, von den Mittelwänden, welche kommen zur Analyse. Und man hat bis jetzt nichts gehört von einem deutschen Bieneninstitut, außer vielleicht jetzt von Aulendorf, was wir eigentlich für Probleme haben. Auch der DIP schreibt hier, Ende August 2060 wurde ich durch Norbert Hauer, das war dieses Problem mit diesem Paraffinwachs, drüber informiert, dass da irgendwas ist, öffentlich gefälschtes Wachs. Das war allerdings Paraffinwachs. Aber der DIP war informiert, dass wir Probleme haben mit Stearin, mit einem sogenannten synthetischen Bienenwachs aus China. Wurde einfach geleugnet. Dann kommt wieder diese typische Selbstbeweicherung. Bereits 1998 wollte der DIP und wir wollten und leider ist unser seriöser Wachs und so weiter und so fort, bla 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 bla. Und zur Schaffung einer Rechtssicherheit für Import, Handel und auch Imker ist eine neue Rechtsnorm für die Beschaffenheit von echtem Bienenwachs dringend erforderlich. Was ist bis jetzt passiert? Danke. Es geht auch nicht. Es ist, wird unmöglich sein. Von wann ist jetzt der Brief gewesen? Der letzte Satz. Markus? Ah, bitte? Von wann war jetzt der Brief? Der Brief war irgendwann im September, Oktober letzten Jahres wurde das vom DIP veröffentlicht. Aber dieser Brief ging nur an Vereinsvorsitzenden, also an die Struktur des DIPs durch. Dieser Brief kam nicht an bei den einfachen kleinen Vereinsmitgliedern. Keiner hat was erfahren. Der letzte Satz, sagt gerade der Bernhard, der ist nämlich genau wichtig. Jetzt kommt's. Beim Kauf von Mittelwänden müssen Imker die Qualität vor Billigangeboten sich stellen und einen möglichen Schadenersatz aller Kaufbelege und Rückstellungsmuster sichern. Leute, das ist ein Blödsinn. Wenn es doch keine da oben wird gesagt, es gibt keine Rechtsnorm. Ja? Und man soll sich von Billigangeboten schützen. Wie? Was hat Geld jetzt irgendwas mit deiner Qualität zu tun? Natürlich, da kann ich es teurer verkaufen. Warum soll jemand
der betrügen will, nicht sagen, verkaufe ich halt den Scheiß noch teurer. Ja. Und verkaufe als Bio. Hier, gibt's doch. Zu kaufen. Bio-Bienenwachs. Ja, kostet 4 Euro. Pestizidfrei. Ja, pestizidfrei, nachweisbar. Im Februar waren wir eingeladen auf der BICOM. Piacenza BICOM ist eine Wanderversammlung von Bienenwissenschaftlern und von praktischen Imkern in Piacenza, das war bei Mailand, um über Bienenwachsprobleme zu sprechen. Und damals hat man gewusst, dass in Belgien, das war im Februar dieses Jahres, Wachs mit 9-12% Stearin unterwegs ist, aber keine oder ganz wenige Rückstände. Niederlande, das Gleiche. Aha. Das Gleiche. Frankreich waren 30% mit Stearinsäure, also Stearin verseucht. Alles bestes Wachs ohne Rückstände. In Deutschland, was? Alles voll, ja. Alles immer Rückstände drin. In Frankreich, ja. Deutschland, manchmal Rückstände. Italien, haben die Italiener selbst berichtet, ca. 15% Stearin, aber die Italiener haben ein größeres Problem mit Paraffin und mit Rückständen. Auch viele Rückstände aus Varroa-Behandlungsmitteln, muss man dazu sagen. Mittlerweile wissen wir, Kroatien ist verseucht, England ist verseucht, USA ist verseucht, Kosovo ist verseucht, Ungarn ist verseucht, Polen ist verseucht. Ich habe vorhin, bevor ich den Vortrag hier anfange zu halten, von Sebastian Spiebuck eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit seinem neuen Artikel im Deutschen Bienenjournal, dass auch mittlerweile Schweden verseucht ist und die haben das Wachs aus Polen bekommen. Weltweit, wir haben kein nationales Problem, wir haben kein einzelnes Imkerproblem, wir haben mittlerweile ein weltweites Problem. Allein nach Deutschland kamen nachweislich 40 Tonnen von diesem Stearinwachs. Und das weiß man deswegen, weil die im Hamburger Hafen angeliefert wurden und hätten sollen vertickt werden an einen großen Wachsdealer. Der hat dann die Container untersuchen lassen, hat diese Container nicht angenommen und hatte genau 25,00% Stearinsäure in seinem Wachs gefunden gehabt. In dieser Probe. Daraufhin hat er diese Probe abgelehnt, weil es kein Bienenwachs war. Diese Probe ging wieder aus dem Hamburger Hafen raus, tauchte dann in Belgien auf, am nächsten Hafen. Und da wurde ihm dann eine kleinere Charge, nicht mal diese 40 Tonnen angeboten, sondern noch 20 Tonnen, mit der gleichen 25,00% Stearinsäure. Deswegen weiß man, wie diese das Wachs seinen Weg gegangen hat. Ging dann nach Belgien, in Belgien wurde es dann verkauft, in Niederlanden wurde es verkauft von einem sogenannten Bienenhof, also Bienenhof in Belgien, das ist der einzigste Bienenzuchtausrüster in Belgien, den es da gibt, der alle bedient. Und er hat es auf den Markt gebracht. Allerdings haben die Belgier anders reagiert wie unsere Regierung. Die Belgier haben sofort einen Verkaufsstopp eingeführt. Und haben gesagt, das Zeug darf nicht auf den Markt. Die Firma wurde untersucht, es wurden Auflagen der Firma gemacht und erst als dieses Wachs wieder vom Markt entfernt war, durfte der wieder weiterverkaufen. Vorher durfte er gar nicht weiterverkaufen. Ja, und dann ging unsere große Sucherei los. Wer kennt das nicht? Der hat Wachs zu Hause liegen und traut dem Wachs nicht mehr dann. Wir haben uns nichts mehr getraut und haben dann angefangen, Untersuchungen zu machen. Ein großer Wachsdealer hatte uns versprochen, diese Wachsproben zu untersuchen, weil er kann es, er hat ein eigenes Labor. Wir schickten ein Päckchen hin, warteten auf Untersuchungsergebnisse. Bernhard, was ist dann passiert? Ja, nach einiger Zeit habe ich nochmal nachgefragt, was damit los ist und es kam dann die Antwort, ja, ist gar keine Post angekommen. Paket war angeblich verschwunden.
war natürlich ein bisschen merkwürdig und wir haben natürlich dann gedacht, oh, kein Problem, wir schicken noch eins. Darf ich weitererzählen oder sind wir gerade dabei? Da haben wir natürlich dann nochmal wieder die ganzen Proben zusammengestellt, wir sind ja fleißig, haben das wieder weggeschickt und dann gab es wieder eine Zeit lang keine Reaktion. Wir haben dann nochmal angerufen, gefragt, was ist denn jetzt los? Ja, leider können wir haben glaube ich 10 oder 14 Proben hingeschickt, wir können nur einen untersuchen. Das schafft man anders, sonst zeitlich nicht. Wohlgemerkt der weltweit größte Wachs-Dealer, den es überhaupt gibt. Und außerdem hätten die kein eigenes Labor, die würden alles da als Serolyse untersuchen lassen. Die könnten nur einen untersuchen lassen, auch Verfälschung nur. Ja, dann, die könnten eine, haben angeboten, die könnten eine Sammelprobe machen, die könnten alles zusammenschmelzen und dann daraus einziehen. Ja, was soll ich da für eine Erkenntnis davon haben? Dann in dem Sinne war einer, wo ich das so ein bisschen Verdacht hatte und habe da so eine Nummer gezogen, mehr oder weniger Losverfahren und ja, angeblich haben sie da nichts dran gefunden. Aber war natürlich ein bisschen merkwürdig. Nichts gefunden heißt für die Kohlenwasserstoffgehalte unter 18%. Ich hatte vorhin vergessen zu erwähnen in meiner Einleitung, was ich eigentlich so gemacht habe. Ich habe unter anderem auch Waffentechnik studiert, als ich noch sehr, sehr jung war und dumm, weil mir einfach, es hat einen riesen Spaß gemacht, irgendwas in die Luft zu hauen, irgendwas explodieren zu lassen. Und aus diesem, macht Spaß. Ja? Das ist 17, 18-Jähriger, wenn es da bumm macht und da fliegen die Brocken durch die Gegend, macht das Spaß. Ja? Und daher weiß ich, aus dieser Studienzeit, dass Bienenwachs ein unerlässlicher Stoff ist, um Sprengstoffe herzustellen, weil Bienenwachs hat eine Anomalie. Bei Bienenwachs, wenn das flüssig wird, geht es schlagartig in den gasförmigen Zustand über. Deswegen brennen Kerzen so gut, Bienenwachskerzen. Das macht zwar Paraffin und Stearin auch, aber bei Paraffin und Stearin ist dieser Streckpunkt, ja, wo das passiert, sehr lange, also nicht gleichmäßig. Es geht nicht schnell genug. Und bei Bienenwachs geht es sehr schnell und um Präzisionssprengstoffe und um Präzisionsmunition auf weite Strecken oder sehr präzise schießen zu können, ist Bienenwachs zum Beispiel ein unablässliches Mittel. Es wird Bienenwachs gebraucht. Es wird zum Beispiel auch gebraucht, 0,4 Kilogramm pro 1 Kubikmeter Schotter braucht man zum Beispiel von dem RDX oder von dem Torbex. Wie viel Schotter brauchen wir für unsere Autobahn allein? Ja, der weggesprengt werden muss in den Granitwerken. Der wird gesprengt, er wurde gesprengt. Er wird vor allem heute noch gesprengt im Ausland, nicht mehr in Deutschland. In Deutschland hat man mittlerweile andere Verfahren. Und im RDX, das ist ein Sprengstoff, ein verbessertes TNT, wurde im Dritten Reich entwickelt, braucht man mindestens 5% Bienenwachs, damit das Zeug funktioniert. Und dann guckt man, was auf der Welt im Moment los ist und wie die allein die Entwicklung des deutschen Waffenexports angestiegen ist. Wenn man nachfragt, für was wird Bienenwachs verwendet, sagen die meisten, ja, Bienenwachs, ah, fällt mir doch ein, Haribo. Ja, Haribo hat doch Bienenwachs auf seinen Haribo-Gummibärchen drauf. Nee, die haben schon ewig kein Bienenwachs mehr drauf. Seit mindestens 2011. Die haben seitdem Kanuba-Wachs drauf. Ein Palmwachs, ja, kommt das von der Palme raus. Oder Bienenwachs wurde benutzt früher zum Ummanteln und zum Umhüllen als Gleitmittel. Wird heute auch nicht mehr verwendet. Lubrikation, also zum Geschosse setzen wurde es verwendet, wird es heute nicht mehr verwendet. Gibt es andere Mittel. Aber als Weichmacher braucht man es in allen modernen Sprengstoffen heute noch. Unabdingbar. Nur mal ein kleiner Ausflug. Dann hatten wir in Donaueschingen, wollten wir mal so von den Imkern wissen, da kommen ja 5000 Imker, wollten wir mal wissen, Leute, wir zeigen euch mal Bilder, die wir euch jetzt hier auch gezeigt gehabt haben, von dem Schadwachs. Haben wir zwei nette Damen gefunden, die haben den Stand da betreut und haben Fragebogen ausgefüllt. Was seht ihr, wenn ihr diese Bilder seht, die ich euch hier vorhin auch gezeigt habe? 99% der Imker auf den Fragebogen haben angekreuzt, Varroa-Schaden, 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 Inzucht. Das waren die meisten. Nur Eingeweihte haben gesagt, das ist ein Wachsschaden. Alle ausländischen
die dort mitgemacht haben, aus dem Ausland auf Besuch waren, haben alle Varroa oder Inzucht angekreuzt. Den Imkern ist also nicht bewusst, wie irgendwelche Schadbilder ausschauen von diesen Schadwachsen. Na, wohl ist, da ich auch öfters Vorträge in anderen Imkervereinen halte, habe ich gedacht, ich mache mir mal einen Spaß. Stelle eine Probe zusammen von verschiedenen Bienenwachsen, ja, und lasse die Imker sagen, was ist das beste Wachs. Macht es auf, riecht dran, nimmt es in die Hand, testet es, sagt mir, was das beste Wachs ist. Da war hier so ein Wachsklotz, aus dem Wachsklotz raus, als bestes Wachs. Und hier hinten so ein ganz feines, weißes Granulat, haben sie gesagt, das kann kein Bienenwachs sein. Unmöglich ist das Bienenwachs. In Tatsache, das da vorne, seht ihr, war das beste Bienenwachs. Dieser Klotz war das zweitschlechteste. Und das da hinten, diese Schadmittelwände, da haben sie eigentlich gut gelegen. Das haben sie hier hingesetzt gehabt. Ja? Also die Imker können nicht wissen, die wissen nicht, was sie in die Hände bekommen. Woher? Genau, woher sollen sie das wissen? Wer hat schon mal Naturbau betrieben? Wer hat nur Naturbauwaben eingeschmolzen? Wer kennt das ganze Entdeckungswachs, das man einfach nur im Wasser auflöst, um Kerzen herzustellen, um zum Beispiel Sortenwachskerzen herzustellen, wie Kastanienhonigkerzen aus Entdeckungswachs, Heidehonig. Wunderbar duftende Kerzen, es kennt keiner mehr. Was macht heute, wenn einer Kerzen herstellt? Schmilzt das ein, ja? Das riecht dann nicht gut. Da gibt es doch beim Holdermann oder irgendwo, da gibt es so Duftöle zu kaufen, Honigduftöle, die machen wir mal dran, das duftet dann ganz gut. Ohne zu wissen, dass es sich eigentlich strafbar macht, weil das muss beim Kerzenverkauf angegeben werden, wenn man diese Duftöle zumischt. Vorsicht Leute, mischt diese Duftöle dazu, aber gebt es an, dass ihr die Duftöle zumischt. Oder in den Medien, das ist ein Film, Brandenburg aktuell, ging durch die Medien, Brandenburg hat 30% Winterverlust durch Varroa. Kommt euch das Bild bekannt vor? Mittlerweile? Oder, was machen eigentlich wir Imker? Das ist den wenigsten Imker bewusst, was sie machen. Gehen wir auf die ganz erste Folie zurück, was eigentlich Bienenwachs ist, was das Waben sind. Imker macht Operation am Bienenvolk, am offenen Leibe mit seinen Mittelwänden. Das muss euch bewusst sein, dass ihr das macht. Man darf alles machen, man muss es aber bewusst tun. Deswegen keine Mittelwand ins Brutnest. Wenn überhaupt an den Rand vom Brutnest oder weit vom Brutnest weg im Honigraum. Typisch. Ja. Die Ärzte arbeiten höchst steril und wir greifen da einfach rein und tun irgendwas. Bienenvölker haben es jahrelang ausgehalten. Halten sie es im Moment noch aus? Große Frage. Oder kommt euch dieses Brutbild bekannt vor? Was machen wir, wenn wir von so einem Brutbild umlarven? Von Larven, die schon da drin geschwommen sind, wo wir wissen, die Bienen räumen diese Larven aus. Diese Larven sterben nicht, die werden ausgeräumt. Beim lebendigen Leibe werden die ausgeräumt. Irgendwas sagt den Bienen, das muss raus. Wir sehen keine Krankheiten. Eine Krankheit wird mehr sehen, bei Faulbrut sieht man was, bei europäischer Faulbrut sieht man was, beim Halbmond müsste man, wem ist überhaupt die Halbmondkrankheit bekannt hier? Schon mal was davon gehört? Halbmondkrankheit sieht aus wie europäische Faulbrut, es lassen sich aber nichts finden, es lässt sich keine Krankheit finden. Und diese Krankheit ist schon jahrelang bekannt. Sie ist bekannt, seit massiver Einsatz von Pflanzenschutzmitteln war. Nennt sich Halbmondkrankheit. Kennen Sie nur in Neuseeland und in Amerika. Unsere Bienenwissenschaftler scheinen das überhaupt nicht zu kennen. So, der liebe Jürgen hat ja gesagt, ich soll euch noch ein bisschen Hoffnung machen.
dass ihr mit irgendwas hier nach Hause geht und nicht ganz deprimiert seid heute Abend. Wie kann man jetzt wissen, ob man zu Hause gutes Wachs hat oder Schadwachs hat? Weil es wirklich auch noch sehr gutes Markt unterwegs bei einzelnen Imkern. Die haben wirklich noch gutes Wachs. Und wenn man dann Wachs bekommt, eine Analyse im Labor, eine Vollanalyse, kostet 280 Euro. Ja? Kann sich nicht jeder leisten. Ja? Aber was er sich leisten kann, ist eine Mini-Plus-Kiste mit einem Kunstschwamm, macht einen Anfangsstreifen rein im Breiten und guckt, wie gebaut wird. Wenn sowas passiert, oder wenn man hier ist, vorhin gesagt, Gold wird unregelmäßig abgelagert, dieses Wachs ist nicht mehr verwendbar. Oder ganz typisch, wenn man abwartet, hier rechts und links wurde Schadwachsmittelwand eingelötet und in der Mitte haben die Bienen, rechts und links war sauberes Wachs und in der Mitte war Schadwachs, wurde nicht bebrütet und das andere wurde bebrütet. Man kann es also auch selbst testen, man kann es die Bienen testen lassen. Jetzt kann man natürlich zu mir sagen, boah, Tierversuche hier, ja, was machst du da? Ja? Aber bitte, lieber probiere ich das an einem Volk, bevor ich alle mit umbringe. Man kann, ja bitte? Kann man nicht einfach den Mineralwassertest machen? Nein. Weil, dann haben Sie nur die Gewissheit, da kommen wir noch dazu, ich sage jetzt mal einfach, nein, wenn ich nicht erkläre, erinnern Sie mich bitte nochmal, weil dieser Mineralwassertest zeigt nur, ist es eventuell Stearinwachs oder ist es kein Stearinwachs? Es zeigt Ihnen aber nicht, ob es Schadwachs ist. Kommen wir noch dazu. Aber man kann Mittelwände testen, ob die Bienen die Mittelwände vertragen. Oder das kann man auch machen. Zwei verschiedene Mittelwände. Da oben ist die Bezeichnung von dem Wachs, das man zu kaufen kriegt. Wachs hat immer so 870, 720, 1420. So kriegt man die Wachse auf dem Markt zu kaufen. Das kann man dann probieren. Und je höher die Nummer ist, umso teurer ist dieses Wachs. Man sieht deutlich, hier bauen die Bienen, ja, hier nehmen sie es an und das meiden sie sofort. Und schon habe ich einen Test, sage, das Zeug darf ich auf keinen Fall nehmen, das ist gut. Ja, Lösung des Problems. Wenn man jetzt wirklich nur noch schlechtes Wachs hat, was machen wir? Da gibt es Plastik-Kunstmittelwände, das ist Man-Egg, ja. Das ist eine Prägung drauf. Diese Oberfläche von dem Wachs ist mit einem synthetischen Bienenwachs bewachst, aber so hauchdünn, dass es keine Schäden an den Völkern macht. Wir haben bis jetzt noch keine Schäden gesehen. Die Bienen nehmen das sehr gut an. Sie legen eine sehr gute Brut drauf an. Aber wir sind jetzt ganz weit weg von Bio hier. Ja? Oder man kann mit kleinsten Anfangsstreifen arbeiten. Oder man kann die Nordwabe nehmen. Nordwabe hat aber das Problem, auf die Nordwabe drauf muss mit Bienenwachs eingerollt werden. Und wenn ich hier schon schlechtes Bienenwachs aufrolle, ist die Schicht so dick, dass ich wieder Schäden kriege. Also wenn ich Nordwabe verwende, ich spare A, ganz wenig Wachs im Gegensatz zu wenn ich eine Mittelwand gieße, der Vorteil ist nur, dass wenn ich weiß, ich habe sauberes Bienenwachs und ich will es nicht mehr aus den Händen geben, weil ich kein Vertrauen mehr habe zu einem Umarbeiter und ich möchte mir keine Presse kaufen, keine Mittelwandpresse, kann ich in Nordwabe nehmen. Oder ist vielleicht das die Lösung? Hat man dieses Jahr in Donaueschingen gesehen? Be Strong nennt es sich. Ein Aminosäurepräparat, wie die Bodybuilder zu trinken und zu essen kriegen, aber auf die Bienen abgestimmt, von der Uni in Graz erforscht. Und dann hat man angeblich dieses Brutbild. Und wenn man das die Bienen dann füttert, würde dieses Brutbild entstehen. Wir wissen nicht, ob das ist. Wir haben uns was gekauft. Wir werden es ausprobieren. Ist aus Hühnereiweiß gemacht, muss man klar machen. Ist aus Hühnereiweiß. Dankeschön für die Info. Also ist ein fragliches Produkt. Ja? Auch ich finde, auch diese Mittelwände ist alles fraglich. Ne? Aber eine Notlösung, irgendwie will man weiterkommen. Bitte? Wenn man diese kleinen Dreiecke dort als Anfang nimmt, würde das ausreichen, dass wir da bauen? Jein.
Nein, weil diese kleinen Anfangsstreifen langen Ihnen sicher, wenn Sie irgendwo am Rand oder irgendwo anders erweitern müssen. Aber möchten Sie einen ganzen Schwarm darauf einschlagen, würde ich es nicht empfehlen, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie keinen queren Wildbau verweiden wollen. Ja? Ich würde es nicht machen. Ich würde ganze Anfangsstreifen machen. Und ja? Ich muss nochmal eben sagen, also Naturrahmenbau und den Gutrahmen funktioniert ja sehr gut. Das machen wir ja routinemäßig bei denen. Und ich habe gar keinen Anfangsstreifen. Sie arbeiten mit Schiffsrumpfleisten? Genau, aber mit Dreiecksleisten. Habe ich probiert. Auch jahrelang mit der Dreiecksleiste hat den Nachteil, den ich gesehen habe, die wird nicht richtig, das Wabenwerk wird nicht richtig dran befestigt und ich habe Wabenbruch. Also ich bin nicht ganz mit zufrieden, aber es funktioniert sicher. Wenn Sie nicht wandern, ja, wenn Sie Standimkerei haben, ja, aber nicht beim Wandern, kriegt man dann Abrisse von den Waben. Aber das kann auch passieren, dass die sich bei einer Dreiecksleiste links oder rechts aufhaften, dass man als Imker korrigieren muss. Ich habe viele Versuche damit hinter mir. Ich würde es keinem Imker sagen, der Völker verkauft oder der wandern müsste, ja, wenn die Völker transportiert werden. Bitte? Wenn ich eine Völkerkontrolle habe, dann wird es zum Wandern geschickt und dann kommt zurück keine Rückstände, dann ja. Kann ich dann vertrauen oder nicht? Ja, gut, dass Sie mich das fragen. Das ist jetzt... Also die Frage war, er schickt jetzt Biowachs zum Wallner, ja, und lässt es dort untersuchen, auf Rückstände, ob er diesem Wachs dann vertrauen kann. Das gebe ich ein folgendes Beispiel. Sie sind Landwirt und sehen, mein Boden wächst nicht mehr richtig, da wächst, die Pflanzen wachsen nicht mehr. Sie nehmen eine Bodenprobe, schicken das auch nach Hohenheim, lassen die Bodenprobe untersuchen. Dann untersuchen die auf Kalium, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, auf alle möglichen Zusammensetzungen untersuchen Sie. Und dann kriegen Sie eine Analyse. Sie kriegen aber keine Analyse darüber, ob Sie das, was Sie eingeschickt haben, auch wirklich Erde, Boden ist. Das kann Klaus Wallner nicht. Da müssen Sie ein anderes Labor suchen und müssen wirklich einen Gaschromatographen ranlassen, der das Ihnen untersucht. Und dann haben Sie eine relative Gewissheit, was in dieses, ob das wirklich reines Bienenwachs ist. Auch untersucht Klaus Wallner hauptsächlich aus Rückständen, die bekannt sind. Dann hat er eine Nachweisgrenze von 0,5 Milligramm. Das ist alles wieder nur auf Honig abgetrimmt. Aber 0,5 Milligramm sagt nichts, ob es unsere Larven schädigt. Sie wissen es nicht. Nein. Nein. Bella. Bella macht das. Kratz. Jetzt nur eine Frage, wenn jetzt mit dem Feuer das kommt ja übrig, wird das Stearinwachs von China. Genau. Das Stearinwachs kommt aus China, ja? Ja. Und da über das wird kommt ja jetzt raus mit der Reine. Das Stearinwachs macht Schäden. Ja, jetzt, ich habe jetzt letztes Jahr auf Innenwagen fortgeschickt, weil ja das überall, aber jetzt war ja im Herbst praktisch. Im Frühjahr, weil immer das halt mit dem Wachs da ist. Dann wir können das in Bayern da in die Tiergesundheit schicken. Da kann ich auch eine schöne Story erzählen. Dann hat mich der Schilling da, oder Schilling, weil er was, ja. Der Chef da angerufen, ja. Was das Wachs von mir selber ist. Ja. Dann habe ich ihm das gesagt, ich habe dann ein bisschen mal von welcher Zeit und das alles. Und ja. Dann hat er das Wachs untersucht. Ich habe zwei Proben. Ich habe eine Probe fortgeschickt, die andere kann ich jetzt nicht fortschicken. Ich habe eine Probe fortgeschickt vom Mittelwende, die ich schon machen lassen habe, ein Jahr vorher. Ja. Und eine Probe von meinem Wachs, die ich als Rohwachs habe. Ja. Und dann hat er gesagt, das ist in Ordnung. Und jetzt heute halt Frau Obrauer, dass halt die andere Charge, die ich vorher habe zum Umarbeiten, dass der jetzt halt gekommen ist. Und jetzt, wenn ich halt jetzt wieder rankomme, nächste Woche, schicke von der eine 150 Kilo. Schicke halt von 10 Mittelwänden über, also ein Stück durch das Zamm und schicke das wieder. Ich gebe Ihnen ein Beispiel im Tiergesundheitsdienst, weil wir sind ja, vielleicht haben Sie schon gemerkt, wir sind ja auch ein bisschen link. Ja? Ich komme nicht aus Bayern, ich konnte also nicht an den Tiergesundheitsdienst was schicken, aber was habe ich gemacht? Ich habe befreundete Imker, diese Schadwachsmittelwände, wo wir genau gewusst haben, es ist Schadwachs, es macht Schäden, nach dem Tiergesundheitsdienst geschickt, vier verschiedene, ich habe vier verschiedene Analysenergebnisse zurückbekommen.
Ja? Also mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Warum das passiert, wie das passiert. Die Tatsache ist, es kamen vier verschiedene an. Und das ist schriftlich beweisbar. Gibt es Beweise dafür? Ja. 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 Also, man merkt, irgendwas stimmt bei der ganzen Geschichte nicht, irgendwas ist da faul. Warum, wieso, keine Ahnung. Und es waren wirklich Mittelwände, alle aus einer gleichen Päckchen, aus einer gleichen Charge raus. Kam unterschiedliche Ergebnisse, vier unterschiedliche Ergebnisse. Signifikant unterschiedlich. Wer die Daten haben will, ich habe die Daten. Bitte? Nein, wurde nicht untersucht. Es wurde auf Pflanzenschutzmittel untersucht. Auch wenn auf Pflanzenschutzmittel untersucht wird, ja, werden nur nach den bekannten, meist bekanntesten Pflanzenschutzmitteln untersucht. Es wird nicht nach nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln untersucht. Oder ist das die Zukunft der Imkerei? Ja? Ja, was ist da passiert? Bienenkiste. Ja? Jungimkerin hat angefangen. Im Handel hat sich Wachs gekauft. Mittelwände, hat die Mittelwände zu Anfangsstreifen geschnitten. Na, sieht man es noch? Ja? Batsch, batsch, batsch. Kracht alles ab. Warum? Paraffin beleuchtet. Auch keine Lösung. Ja? Obwohl diese ganze Kiste meiner Meinung nach keine Lösung ist. Also, das ist keine Bienenkiste, das ist ein Bienensarg. Habt ihr da mal schon was davon gehört? Ich war letztes Jahr im Winter, Halbjahr in Neuseeland zum Arbeiten. Taucht mir dieser Professor Sherman über den Weg gelaufen. Die haben ein Mittel entdeckt, das nennt er Ferromite. Das kommt in die Mittelwände schon rein, damit die Völker, ja, keine Varroa entwickeln können. Das ist ein Pheromon. Dreimal dürfen Sie raten, welcher Kohlenstoffgruppe das angehört. Wer weiß? Wer sagt's? Danke. Wer laufen schon Großversuche? Angeblich, ich wäre Geraldine, das ist auf der Südinsel. Und Geraldine ist Beeswax New Zealand. Da kriegt man das zu kaufen. Die exportieren das auch nach Europa, diesen Mittelwände. Ja? Jetzt kommen wir noch zu einem Thema. Weil Sie vorhin gefragt haben, ob man da auf der Sicht, der junge Herr hier hat gefragt, hallo, stimmt das? Sie haben gefragt, ob Pflanzenschutz, ob Sie dann sicher sein können, ob Sie dann, hallo, ob Sie dann sicher sein können, wenn Sie dieses Wachs verwenden, wenn dieser Test so war, ja, dass Sie dann dieses Wachs unbedenklich benutzen können. Nein, können Sie nicht. Ich kenne Fälle von Imkern, die haben Tonnen von Rapshonig geerntet, haben diesen Rapshonig untersuchen lassen, dann stellte sich raus, 60-fache Thiamethoxam, ja? Belastung, Neonic, in diesem Honig drin. Der hat Entdeckungswachs verkauft, Wachs verkauft. Das ging in die allgemeine Imkerschaft und diese allgemeine Imkerschaft hat über dieses belastete Wachs ähnliche Schäden, die Brutschäden schauen ähnlich aus. Es fehlen allerdings der gerundete Zellboden, aber das Brutbild sieht ähnlich aus, weil wir nicht mehr wissen, was im Bienenwachs drin ist. Wir haben von außen einen dermaßen hohen oder können einen dermaßen hohen Pflanzenschutzmitteleintrag haben, dass wir nicht mehr wissen, ob unser Wachs sauber ist. Wenn Wallner sagt, das Wachs reinigt den Nektar und den Honig von Pflanzenschutzmitteln, ist das Zeug im Wachs drin. Jetzt haben Sie einen ständigen Wachskreislauf, keine Wachsstrecke, die Sie unterbrechen.
Es reichert sich immer mehr an, es reichert sich immer mehr an und irgendwann ist die Schadschwelle erreicht. Zuerst haben sie Letter, also Effekte, wo sie nicht unbedingt sehen, dass die Bienen geschädigt sind. Was sagt Liebig, wie lange legt eine Arbeiterin im Sommer? 14 Tage. Sagen die Wissenschaftler. Wir machen Pressing und sagen, nee, kann ja gar nicht sein, wie soll dann sonst die Population ansteigen, ja, wenn wir keine langlebigen Bienen erzeugen können. 14 Tage. Also man kann nicht mehr davon ausgehen, was im Wachs drin ist. Es hilft eigentlich nur noch, wie gesagt, meiner Meinung nach, der Test vom Wachs an den Bienen selbst. Als Indikator. Jetzt kommen wir zur Glyphosat und Glyphosinat. Wir haben dieses Jahr sehr viele lange Wanderungen gemacht. Dann kommt man natürlich mal so ins Grübeln, hat so die modernen Handys dabei, dann kann man mal wieder googeln. Dann denkt man, ja, Glyphosat ist ein Honig zu finden. Ja? Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo weltweit eine Studie finden über Glyphosat im Wachs. Bienen. Du wolltest uns doch nicht deponieren. Es gibt keine Studie mit der Begründung, es kommt die Begründung, ja, müssen wir nicht untersuchen, kann nichts drin sein. Warum? Weil Glyphosat ist wasserlöslich, sehr wasserliebend und Wachs ist ja ein Fett. Wie soll denn da das Zeug reinkommen? Der andere erzählt mir, ja, das Wachs saugt die Pflanzenschutzmittel auf und es ist im Wachs drin. Ja, wem soll ich jetzt glauben? Der Erste, der mir eine Studie bringt, eine findet, kriegt er von mir 100 Euro, wo Glyphosat zu finden ist. Irgendeine Studie über Bienenwachs, es wurde nicht untersucht. Glyphosat soll verboten werden. Großes Politikum, alle schreien, boah, böses Glyphosat. Mittlerweile stellt sich heraus, ja, in 5 Jahren verbieten wir es, ja. Es wird verboten werden, leider. Weil das nächste, was dann kommt, ist Glyphosinat. Und das ist noch schlimmer. Die haben also das nächste Mittel schon parat da liegen. Glyphosinat wird unbedingt gebraucht in Verbindung mit gentechnisch veränderten Pflanzen, weil man das sehr gut, die Pflanzen viel besser resistent machen kann, also Roundup ready, weil man durch die Gegend, ja, dafür ist dieses Glyphosinat viel mehr geeignet wie Glyphosat. Also Glyphosinat ist der Türöffner, wenn Glyphosat verboten wird, ist Glyphosinat der Türöffner wahrscheinlich für gentechnisch veränderte Pflanzen. Was macht jetzt dieses Glyphosinat oder Glyphosat? Retinsäure. Habt ihr schon mal gehört, was Retinsäure ist? Vitamin A. Was findet man im Bienenwachs? Was macht Bienenwachs gelb? Danke, Vitamin A. Hauptsächlich. Ja? Und dieses Glyphosat oder Glyphosinat, ja, hemmt die Retinsäure. Und Retinsäure ist ganz wichtig, Bakterienbilanz oder Glyphosat macht eins. Können Sie aufschreiben, fotografieren Sie es ab, geben Sie Glyphosat ein und fragen Sie nach Bakterienbalance, Enzymhemmung, Schellertwirkung, welche hormonelle Effekte es hat, Mikrobiom, wie es auf die zentrale Rolle von Bakterien Störwirkungen hat, auf biologische Schlüsselfaktoren, auf Steuerungsenzyme, Systeme wie Enzyme, Signalmoleküle, Aminosäuren-Synthesen, ja, ganz wichtig, Eiweiß, wie gehen wir mit Eiweiß um, wie kann man Eiweiß machen, Mikrobiom, Hormon, es ist Hormon und Immunsystem und es ist gentoxisch, das weiß man, gibt es genug Forschungen drüber, kommen leider nicht so an die Öffentlichkeit. So, bin ich doch ziemlich am Ende angelangt. Ich glaube, Sie auch. Gerne, wenn offene Fragen sind, fragen Sie mich. Sie können tagelang darüber reden. Auch B.
Bilder können Sie sehen, ich habe mittlerweile über 20 GB nur Schadtriebwachs Bilder, also gerne mich fragen. Darf ich aber fragen? Bitte? Also wir haben uns gestern Abend darüber unterhalten, über das Problem, und es hat mich sehr getroffen, weil bisher denkt man ja immer, naja, Schadtwachs, das gibt's, das haben die anderen. Okay. Und ich finde, das ist auch ein Thema. Also nochmal von vorne, wir haben gestern Abend zusammen gesessen und ein Bier getrunken und haben darüber gesprochen, schon über das Thema. Und ich habe bis gestern Abend gedacht, naja, schon scheiße, überall der Mist und so. Und das ist so ein Thema, das ist nicht mein Thema, das haben andere. Ich habe das ja nicht, ich schicke ja meinen Wachs immer, schön zu einem vertrauenswürdigen Mittelbandhersteller und der macht dann meine Mittelbände draus. Und wenn man die Geschichte, das ist vielleicht nicht so rausgekommen, Bernhard hat einmal Wachs gekauft, ein einziges Mal. Wer Bernhard Teufel kennt, der weiß ja, dass du kommst aus Stabilbau, der hat ja ohne Ende sozusagen Naturwaben-Wachs gehabt, hat einmal Mittelwände gekauft von einem vertrauten Bio-Mittelwände, also nur mal, dass man das mal gehört hat. Und er ist damit so auf die Fresse gefallen, dass es seine Existenz getroffen hat. Und ich sage mal, das kann jedem von uns passieren. Und wir sitzen jetzt hier, wir sind alle ein bisschen deprimiert und denken alle, ja scheiße, vielleicht ist es doch ein Thema, was mich auch irgendwann angehen kann. Und da haben wir noch gar nicht das ganze Thema, was auch gestreift wurde, diese ganzen Rückstandsprobleme im Wachshonig, durch das Mospinan vor allen Dingen. Also das haben wir noch gar nicht aufgemacht. Und es kann nicht sein, dass wir hier rausgehen und wir machen nichts. Wir gehen, stecken Kopf ins Sand und wir gehen morgen alle nach Hause. Ich rede dann in meinem Imkerverein da sicherlich nochmal drüber und ja, da müssen wir, ich weiß auch nicht, was machen wir da? Wir müssen was machen. Und wir sind hier über 100 Imker und wir müssen, es muss irgendwas passieren. Wir können nicht dastehen und vielleicht, und Markus Beermann läuft hier amok und kann eigentlich, ist so ein bisschen wie Don Quixote. Wir müssen den unterstützen und ich frage dich, Markus, was können wir machen? Ich bin dafür. Aufklären. Alle aufklären, was wirklich ist und erklären, es hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Es ist eine Tatsache, die da draußen so abgeht, dass wir diese Welt nicht unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen. Geht raus in die Imkervereine, erklärt, was ihr gesehen habt. Erklärt ihnen, wenn sie keinen Internetzugang haben, haltet Vorträge, egal wie klein diese Vorträge sind oder weniger umfassend. Aber klärt bitte auf. Ein Demeter-Imker? Ich muss dazu sagen, ich habe auf der Fischermühle meinen Gesellenbrief gemacht. Fischermühle ist der Vorzeige, den wir da kriegen. Also, mich beschäftigt das auch stark, auch die letzten ein, zwei Jahre. Und das Problem ist, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kommt man unweigerlich bei sich selbst ran. Und was ich hier genieße, ist, dass man hier oft unabhängige Denker hört. Auch gestern, finde ich, fantastischer Vortrag von Bernhard. Das ganze Milieu wird angesprochen, das nicht optimal ist, dass wir unsere Bienen in nicht optimalem Milieu halten. Jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Und wir darauf warten, dass ein zweiter Gerstung kommt und das für uns ändert. Und ich glaube, wir müssen unsere Art von Imkerei in Frage stellen, hier und heute und in der nächsten Saison. Und wir müssen über eigene Kreisläufe im Betrieb nachdenken, wo wir sicher sind, dass wir das in der Hand haben, was für uns wichtig ist. Wir müssen anfangen, nicht mehr bei Netto, Lidl und Norma unser Essen zu kaufen, sondern eben eine andere Landwirtschaft zu produzieren. Und das geht nur, wenn wir im Kleinen jeder für sich anfängt zu handeln. Und nicht, wenn wir versuchen, die Wachsverschmutzer irgendwie aufzuklären und zu bestrafen. Das bringt, glaube ich, nichts. Also es ist ganz banal, wir müssen es ändern, unser tägliches Leben. Und dann ändert sich das Leben für die Bienen. So einfach ist es, glaube ich. Ich habe seit 18, 20 Jahren eigenen Wachskreislauf für geringen Völkerbestand. Im Augenblick schicke ich immer so um die 120 Kilo weg. Beim letzten Mal nach Röcklin, nach Bayern, wo ich einen sehr guten Eindruck habe. Ich habe nie irgendwie ähnliche Sachen gesehen und bin deswegen der Meinung, dass wir mit eigenem Wachskreislauf relativ sicher sind, wenn der Umarbeiter zuverlässig ist. Ich habe gerade jetzt
Wachsproben, weil ich nicht sicher genug war, untersuchen lassen, allerdings nur auf Pestizide, Insektizide und Parasitizide. Und da war nichts angesammelt, wie Dr. Wallner sagt, dass dort die Ansammlung der Rückstände über 0,5 war nichts vorhanden. Ja, aber was ist 0,5? Warum wird nur auf 0,5 gesucht? Das ist das, was ich nicht weiß. Das ist die Unsicherheit. Dr. Wallner sagt ja, weil es darunter für uns nicht schadmäßig relevant wäre. Für den Honig? Für den Honig nicht relevant wäre. Ja, für den Honig, aber nicht für die Larven. Er spricht vom Honig. Aber ich habe ja keinerlei Schäden bei den Larven bis jetzt gefunden. Also nur Angst haben, wenn man selbst was macht. Ich weiß natürlich nicht, wie gut mein eigener Wachskreislauf ist. Deswegen hatte ich jetzt mal untersuchen lassen. Allerdings nicht auf Verfälschung, weil ich da ziemlich sicher war, nie etwas gefunden zu haben. Hier war jemand? Servus. Was ja bei der ganzen Diskussion interessant ist, bei diesem Rückstandsbuch Höchstbringen, wo ich auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, seit ungefähr so 4-6 Wochen mache ich mir darüber Gedanken. Beim Honig wissen wir ganz genau, wie viel Mikro, Milligramm, ppm, keine Ahnung, von diesen Zusatzstoffen versenkt werden dürfen. Nun guckt euch mal dieses geniale Bienenmonitoring an. Guckt euch das im Internet mal ganz genau an, was in unserem Blütenpollen gefunden wird. Ich überlege mir mit gerade mal, wenn ich jetzt Blütenpollen wirklich vermarkten will, wo ist denn da die Höchstgrenze? Da gibt es keine Höchstgrenzen. Und da ist eigentlich mal so als Imker, für, nicht nur, sag ich mal, weil ich jetzt einen Verband vertrete oder so, sondern da ist jeder mal gefragt, zu einem Lebensmittelamt zu gehen und zu sagen, pass auf, ich will ab nächstes Jahr Pollen vermarkten, wo sind die Höchstgrenzen, wo kann ich es untersuchen, Butter bei den Fischen. Bravo. Ich war jetzt letzte Woche in Bio-Imker und bin bei Biokreis. Und da waren wir letzten Samstag in Nürnberg im Tiergarten, weil der Biokreis, die Landwirtschaft im Tiergarten, ist auch Biokreis zertifiziert. Und dann ist auch mal das Wachs gegangen. Und dann haben sie über das geredet. Und es weiß keiner, was für Rückstände überall drin sind, genau. Weil die nicht genau untersucht werden. Dann habe ich zu denen gesagt, warum schickt es uns daher? Hättest du erst das gemacht und hättest es untersucht und dann können wir über das reden, weil ich kann ja nicht über was reden, das was ich ja gar nicht weiß, was ist. Dann haben die jetzt ausgemacht, dass sie jetzt müssen wir ja warten bis Frühjahr, bis man wieder ein neues Wachs kriegt, weil da haben sie ja das auch festgestellt, dass ich nicht einmal sagen kann, ich kann jetzt ich nicht mehr Entdeckungswachs, sondern mit Drohnenbau haben und das ist ein gutes Wachs und baue von dem wieder auf. Das kann ich nicht machen, weil ich ja nicht weiß, es kann das Entdeckungswachs genauso viel Schadstoffe drin sein, als wenn die Altwaben. Das könnte sein, dass die Altwaben schon so voll sind, dass gar nichts mehr reingeht, dass das besser ist als das Entdeckungswachs. Es ist tatsächlich so. Und die haben uns jetzt versprochen, dass die das jetzt in nächster Zeit machen werden, wenn es bald rauskommt. Und da ist, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, da ist in Regensburg ist ein Institut. Friedle, genau. Der Friedle hat in Regensburg ein wenig ein größeres Untersuchungslabor, untersucht hauptsächlich Lebensmittel und der hat jetzt vor 1,5 Jahren mit Bienen angefangen und dem interessiert das halt selber auch und der möchte jetzt die ganzen Wachscharchen, das da untersuchen wird, dass man mal weiß, was überhaupt sind, bis auf 0,01 untersuchen. Das 0,01 hat der aber auch gesagt, das ist jetzt kein Wert für einen Imker oder für einen Verbraucher. Aber das ist von Haus auf einmal ein Wert, wenn man sagen kann, was ist drin im Wachs. Und ich kann ja nicht irgendwas machen mit Wachs, weil einer von denen, ja, es ist ein Händler ein bisschen mit nebenbei, der hat gesagt, er würde vorschlagen, dass man das ganze Wachs sammelt. Vor allem Imker in der Kreis das ganze Wachs sammeln, das ganze Wachs untersuchen, ob Entdeckungswachs oder ob es Drohnenwaben oder Altwachs und die Rückstände dann, wenn jetzt die Rückstände sehr verschieden werden, können wir durchmischen das
das Wachs auf einen, auf einen niedrigen Wert kommen. Es ist nicht ganz unlogisch. Bloß weg. Aber wie willst du das Wachs sammeln und dann untersuchen? Das ist ein Problem. Aber jetzt lassen wir ein wenig was hier. Kommen wir mal wieder zusammen, sag ich nicht. Hier vorne war noch jemand. Ich wollte nur mal sagen, der Werner von der Ober war bei uns im Berliner Imkertag und das Markanteste an seinem Vortrag war wirklich eine Empfehlung, die mich veranlasst hat, gleich am nächsten Tag mein Pollenangebot von der Webseite runterzunehmen. Er hat gesagt, empfiehlt keinem mehr den Verkauf von Pollen, ne, weil einfach die Belastungen und auch die Unsicherheiten der Belastungen so groß sind, dass wenn man das als Lebensmittel verkauft, begibt man sich auf dünnes Eis vor dem Wissenshintergrund, den man aktuell hat. Also das fand ich sehr aufschlussreich zum Thema Pollen. Und zum Thema Rückstandsproblematik laufen wir natürlich jetzt auch in das Problem rein, dass die Maschinentechnik immer besser wird. Wir kriegen immer kleinere Mengen noch nachgewiesen. Das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher. Wir können einfach noch ganz schlecht bewerten. Ich glaube, wir machen uns da auch was vor, wenn wir sagen, der Wachskreislauf ist jetzt da das Gelbe vom Ei. Das ist vielleicht eine Weile machbar, aber wir müssen auch aussondern. Wir müssen das Wachs auch aussondern und so schwer es fällt. Wir müssen dann halt einfach einen Teil der Völker müssen wirklich freien Naturbau machen. Und wenn man die Kiste tuchfrei bauen lässt und danach den ganzen Kram rausschneidet und das dann als Anfangsstreifen für die nächste Runde nimmt, das ist halt mühsam, aber dann muss das halt auch entsprechend bei dem Honigpreis vielleicht umgeschlagen werden. Dann muss das halt wieder mal der Konsument tragen. Anders kriegen wir das wahrscheinlich auch nicht irgendwie gelöst. Ja, mit dem Honig hätten wir natürlich das nächste Problem. Vielen Dank für den Kommentar. Honig ist auch nicht so einfach. China-Honig, sage ich dann nur, synthetischen China-Honig. Wegen der Aufforderung an uns, Aufklärungsarbeit in den Vereinen zu leisten, wäre es sehr hilfreich, wenn die Informationen, die in dem Vortrag stehen, greifbar wären in einer allgemeinverständlichen Form. Haben wir. Gut. Dann hätte ich Bernhard hat das Bernhard Wolf hat es erarbeitet, er stellt euch sicher diese PDF zur Verfügung. Schon im Internet, ja, verweist. Ich werde das dann morgen mal an die Wand werfen. Danke. Das ist schön. Wo? Also ich sage es jetzt nochmal, Bernhard Teufel hat sich die Mühe gemacht, in seinen qualvollen, schlaflosen Nächten, die er gehabt hat mit seinem Schaden, eine PDF zu erstellen und diese PDF ist im Internet vorhanden unter immenfreunde.de. Aber er wird morgen die genaue Adresse sagen. Okay, weiter. Also ich denke, man muss ja nochmal etwas hervorheben. Ich glaube, das ist bei der Zuhörerschaft auch nicht, noch komplett nicht durchgedrungen, dass Rückstandsuntersuchungen, wie sie in Biokreisen gemacht werden, eigentlich gar nichts mit der Wachszusammensetzung zu tun haben. Von diesen Rückstandsuntersuchungen, die sind nötig, ist ganz klar, um hier festzustellen, ob gewisse zertifizierte Betriebe möglicherweise nicht zugelassene Mittel einsetzen. Varroa-Behandlungsmittel oder das Imkerglobol, was früher gegeben hat zur Wachsmotten, Vertreibung, sowas ist nicht zugelassen, sowas kann man über diese Rückstandskontrolle, wie die der Dr. Wallner macht, feststellen. Aber was zusätzlich gemacht werden muss, ist eben die Zusammensetzung des Wachses zu untersuchen. Und das sind zwar ganz komplett unterschiedliche Schienen, die wir nicht durcheinander bringen dürfen in unserem Hirn auch. Auf der einen Seite Zusammensetzung des Wachses, wie wir gesehen haben, Paraffin, Zusammenbruch der Mittelwände, der ausgebauten Waben, keine Bienenschäden, Stearin, Wabe schaut gut aus, Brutschäden, plus den Faktor, den wir dann haben mit den Rückständen, korrigiert mich, wenn ich erfolge. Ja, Faktor X, genau haben wir den Namen genannt, genau, weil man es nicht genau weiß. Also es mag so ein Cocktail sein aus Pflanzenschutzmitteln, Behandlungsmitteln, die können wir dann über diese biologischen, über die Tests in der ökologischen Imkerei möglicherweise feststellen, hat aber nichts mit der Zusammensetzung des Wachses zu tun. Wir haben also unterschiedliche Themenbereiche, die wir trennen müssen, untersuchen müssen und dann auch, um letztendlich zur guten Bewertung zu kommen. Wie viele Labore können das? Danke, Rainer, für diese sehr notwendigen Kommentare nochmal zur Vertiefung. Bitte? Wie viele Labore können das, wenn ich gesagt habe, Untersuchung durchzuführen? Zeralyse kann das in Zelle. FUTQS kann es. Und ja, und Bela in Graz, Österreich. Jetzt hast du auch auf deiner PDF die Untersuchungen, aber wird sicher nachgeholt, wird sicher noch alles eingerichtet.
weil wir gewinnen ja auch tagtäglich an neuen Informationen dazu. Die Frage, die sich mir ein wenig stellt, auch bei den ganzen Analysen, weil mir kam das so vor, als wenn die Analysen wirklich nur auf bekannte Stoffe gehen. Und das ist doch eigentlich auch der falsche Ansatzpunkt, oder? Dann noch eine ganz andere blöde Frage. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Honigprobe und Wachsprobe. Im Honig sind niedrigere Schadschwellen, sage ich mal, erlaubt, mal einfach blöd gesagt. Könnte man da nicht einfach hergehen und sagen, wir stellen die Kosmetika mit dem vergifteten Wachs her und schicken das als Kosmetika ein, um einfach andere Ergebnisse zu erlangen? Die Untersuchungen sind teuer. Und das Problem ist, irgendwann ist auch der kleinste Imker Beutel mal ausgereizt. Ja. Ich habe über 2.500 Euro allein an Wachsuntersuchungen ausgegeben, weil ich es einfach wissen wollte. Und irgendwann sagt man, geht nicht mehr, fertig. Ja. Vorbei. Gut, habe kein Winterfutter gebraucht, habe es kein Geld für sowas ausgegeben. Ich hätte noch mal zwei andere Fragen. Es sind ja mit Sicherheit auch einige Imker da, die zum Deutschen Imkerbund dazugehören oder auch zum Thüringer Imkerbund. Wir sind ja über 100 Imker. Ich bin jetzt erst seit 4 Jahren dabei, aber was ich in den 4 Jahren erlebt habe, ist hanebüchen. Ich bin nach 2 Jahren beobachtet worden, was den Honig betrifft, und habe dann nach 5 Monaten eine Analyse bekommen. Jürgen weiß darüber Bescheid, ich habe ihm eine Kopie davon zur Verfügung gestellt, dass die Werte um ein Mehrfaches überschritten waren. Das heißt, ich als Jungimker hätte meinen Honig wegwerfen müssen, ich hätte ihn verbrennen müssen. Er war zu ihm nach 5 Monaten schon verkauft, ich hatte also keine Chance dazu. Wenn wir jetzt hören, was mit Max hier abgeht, dann frage ich mich, was müssen wir tun, gerade als Imker und als Imkerbund, als Verband, um die Menschheit, um die Menschen aufzurütteln? Wie können wir die Presse davon in Bezug bringen? Wie kann man Fernsehen in Bezug bringen, um das unter die Menschheit zu bringen, damit die Leute wissen, was ihnen angetan wird? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wie er es vorhin so schön sagte, nicht nur die 100, die hier sitzen, sondern alle Menschen müssen wissen, was ihnen angetan wird. Nur dann haben sie eine Chance, auch mehr Geld für ihre Nahrung auszugeben. Wir Deutschen sind so verrückt und geben nur einen Bruchteil dessen aus für Nahrung, was in anderen Ländern ausgegeben wird. Wir müssen die Menschen aufrütteln, was ihnen angetan wird. Nur wenn sie es wissen, können sie reagieren. Das ist eine Sache, wo ich mal die Leute auffordere, vom Imkerbund, da die Presse zu informieren, da das Fernsehen zu informieren, um das Wissen rauszubringen. Jetzt haben wir gleich 9:30 Uhr. Die Zeit ist also abgelaufen. Ich würde gerne noch drei Meldungen dran nehmen. Dann würde ich das Mikrofon Jürgen übergeben. Und ganz komisch, wenn der Bernhard seine PDF veröffentlicht, dann soll er doch bitte eine Kontonummer darunter schreiben. Und jeder, der sich dieses PDF runterlädt, überweist 5 Euro, 10 Euro, was er gerade kann, damit ihr ein bisschen entschädigt werdet für das. Wir werden darüber nachdenken. Es ist aber nicht meine Art und mein Wesen und ich glaube, Bernhard sei es auch nicht, aber wir werden darüber nachdenken. Aber vielen Dank für das nette Angebot. Es geht nicht um euer Wesen, es geht um Hilfe. Können Sie ja für zukünftige Analysen benutzen. Zum Kommentar Presse, gute Idee. In Schleswig-Holstein gibt es Jakobs Kreuzkraut. Es produziert ein Alkaloid, Sie wissen Bescheid. 2 Imker hat das gestört oder 3, die sind an die Presse gegangen, mehrfach an die Presse. Sommerblütenhonig in Schleswig-Holstein ist schwer verkäuflich. Ja. Ich glaube nicht. Also das zu bedenken. Ja, das wir müssen, ich denke, wir müssen anders rein. Die Vorstände vom DIP, die Vorstände der Berufsimker, die müssen an die Quellen ran, wo man Wachs weichen stellen kann. Das sollte man nicht jetzt in die Öffentlichkeit tragen, dann verkaufen wir erstmal 5 Jahre kein Honig mehr. Dann ist das Problem vielleicht geklärt und dann verkaufen wir wieder Honig. Also, das muss geklärt werden. Dürfte ich da direkt mal sagen? Ja. Meiner Meinung nach, Entschuldigung, dass ich das einfach so deutlich ausdrücke, ist das kurzfristig gedacht. Gehen wir nicht an die Öffentlichkeit, ändern wir nichts, werden wir nichts ändern und wir werden auch keinen Honig mehr verkaufen, wenn uns die Bienen sterben. Ich habe in Neuseeland sehr starke Bienenvölker gesehen. Solche Bienenvölker habe ich das letzte Mal 1990, 1985 in Deutschland gesehen. Das ist meiner Meinung nach, mein Weg ist das nicht. Ich werde ganz genau das Gegenteil tun. Ich werde massiv an die Öffentlichkeit gehen und ich werde massiv weiter Filme drehen mit Fernsehen. Auch egal, was am Schluss nachher rauskommt. Ich will da keiner hindern. Ja, es kann natürlich nicht darum gehen, irgendwas unter der Decke zu halten.
Aber was hier der Kollege eben gesagt hat, wenn man an die Öffentlichkeit geht und einen Skandal irgendwie bekannt macht, dann dauert es ungefähr 5 Minuten, da ist eine ganz große Aufregung, die reicht gerade noch, dass alle mitgekriegt haben, ah, deutscher Honig ist vergiftet, und dann wird es wieder ruhiger. Also wenn, dann müsste man das zumindest in den Zusammenhang stellen damit, dass bei der Honigproduktion die Bienen Kontakt haben mit dem, woraus unsere Lebensmittel gemacht werden. Und dass daraus resultiert, dass diese Bienen vergiftet sind. Aus dem Kontakt mit den Lebensmitteln, die auf den Feldern stehen. Und wenigstens diesen Zusammenhang müsste man dann auch herstellen, wenn man an die Öffentlichkeit geht. Also, und unbedingt natürlich an die Öffentlichkeit gehen, klar. Wir müssen mindestens eine Lösung aufzeigen können. Die haben wir noch nicht. Aber ich denke, es geht hier um vergifteten Wachs und nicht um vergifteten Honig. Also, der Honig und die Wachsanalyse nebeneinander gestellt und ganz klar, die Wachsanalyse ist überschritten. Alles andere ist belegt. Nur noch beides zusammen. Also ich glaube, wir werden heute Abend nicht mehr zu einem endgültigen Schluss und zu einer Lösung finden. Ich darf jetzt jeder mal in die Nacht mit hineinnehmen und mit nach Hause nehmen. Und jetzt überreiche ich mal Jürgen das Mikro. Das war jetzt irgendwie scheiße, ne? Ja! Im Kinderalter, was macht man mit ähnlich schlechten Haaren? Ja, ihr, meine hängt ihn auf, man hängt ihn auf. Und ich habe jetzt vor 3 Wochen, da war ich auf irgendeiner Sitzung und habe neueste Nachrichten zum Deutschen Bienenmonitoring. Das möchte ich jetzt auch noch sozusagen mitteilen. Es ist ja so, dass der Deutsche Berufsimkerbund aus dem DEWIMO ausgestiegen ist, unter anderem, weil das DEWIMO auch von der Industrie mitfinanziert wurde. Bayer, BASF, Frühwerder ist dabei war. Und Hederer und seine Truppe hat gesagt, das machen wir nicht mit. Und dann hat der DIB mit Bieninstituten das weiterbetrieben. Und wer hat die Proben analysiert, der immer reingeschickt wurde? Bayer. Das Labor von Bayer ist eines der besten Labore weltweit und das DEWIMO hat bei Bayer untersuchen lassen. Eurofin. Und es kam nichts dabei raus. Man hat nichts gefunden und so weiter. Und irgendwie ist das dann, war das doch auffällig und dann wurden einige Proben von einem anderen Institut, Probeinstitut da untersucht und plötzlich kam was dabei raus, bei den gleichen Proben. Sodass man sich entschieden hat, die Industrie rauszuhalten und einen anderen Finanzierungsträger zu finden. Hat man auch gemacht. Die BLE finanziert jetzt das DEWIMO in einem 3-Jahres Finanzierungszeitraum. Und die Frage ist, warum wird der neueste DEWIMO-Bericht nicht veröffentlicht? Und jetzt hat eine Wissenschaftlerin, die da mitgearbeitet hat, uns vor 3 Wochen ihre Ergebnisse vorgestellt, die aber noch nicht publiziert sind. Und deshalb hatte sie uns nicht rausgegeben. Und dann wollte ich wissen, warum die Ergebnisse noch nicht publiziert sind. Das DEWIMO noch nicht, das diesjährige noch nicht veröffentlicht. Und deswegen braucht man einen Abgeordnete im Deutschen Bundestag, an den man sich wenden kann, der da ein bisschen nachbohrt. Und das habe ich dann gemacht und habe an den Harald Ebner SMS geschrieben, er soll doch bitte mal nachfragen, wo die Veröffentlichung bleibt. Das hat er dann auch gemacht und dann hat er eine Antwort bekommen. Vor wenigen Tagen, ich habe jetzt vor 3 Tagen, hat er mir die Antwort geschickt, am 22. November. Antwortet parlamentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbart. Schriftliche Anfrage, Harald Ebner, aus welchen Gründen ist der Bericht zum deutschen Bienenmonitoring für die Förderperiode 2014 bis 2016 noch nicht veröffentlicht worden? Und wann wird dies nach Kenntnis der Bundesregierung der Fall sein? Also das habe ich ihn beauftragt zu fragen. Antwort. Der Bericht zum deutschen Bienenmonitoring für die Förderperiode 2014 bis 2016 befindet sich derzeit in der letzten Phase der projektbezogenen Prüfung.
durch den Projektträger, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Also der Projektträger ist der, der es bezahlt, und der bezahlt, entscheidet, wann und was veröffentlicht wird. Nach Abschluss der für Projektförderungen vorgesehenen Prüfungen und Vorliegen eines positiven Ergebnisses kann der Bericht veröffentlicht werden. Einen festen Veröffentlichungstermin gibt es hierbei nicht. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass der Bericht im Dezember 2017 veröffentlicht werden kann. Also nach Vorliegen eines positiven Ergebnisses. Leute, das ist Realität in der Wissenschaft und in der Schnittstelle Wissenschaft und Politik. Da hätte ich gerade noch was einzuhaken. Ja. Ganz kurz. Wir haben mittlerweile schon mitbekommen, dass ich auch mit diesem Wim Reibröck nicht nur schriftlich, sondern mich auch telefonisch unterhalte. Und Wim Reibröck hat eine zweite Studie gemacht, die er nicht veröffentlichen darf in Belgien, über die Wachsgeschichte. Sie ist unter Verschluss gehalten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, das ist jetzt eigentlich noch mehr Scheiße, gell? Ja. Und jetzt kommt aber noch was. Bitte, machen Sie einmal. Die Herren und Damen Politiker, wenn das mit öffentlichen Geldern gefördert worden ist, dann gibt es eine gesetzliche Berichtspflicht, ja, weil das dann von unseren Steuergeldern ist. Genau, und das ist der nächste. Hier einfordern. Das ist der nächste, aber hier sind ja keine Damen und Herren Politiker, gell? Nein, wir sind ja hier. Die diesen Kram dann geschrieben. Ja, ja. Aber das muss man doch als Öffentlichkeit erstmal wissen, dass wir das Recht haben. Wer von euch weiß denn, wo das geregelt ist? Man weiß es. Ja? Ja, ich weiß, wo es geregelt ist, weil ich 25 Jahre im Umweltschutz tätig war und in Verbänden tätig war. Und jetzt sage ich was irgendwie noch mehr Scheiße ist, gell? Bevor ich dann vielleicht doch noch was Positives sage. Seit 7 Jahren machen wir hier diese Versammlung und viele von euch kommen ja auch jedes Jahr. Gell? Aber wir machen bei jeder dieser Versammlungen auch Bienenpolitik, genau diese Themen. Und letztes Jahr war Schwerpunkt Bienenpolitik und es sind 30 Imker gekommen. Und heute, wo wir über so schöne Dinge wie Bienenhaltung und da fliegt die Biene und da gibt es einen Schwarm, und heute ist die Bude voll. Leute, das sind auch wir. Ihr wollt viel lieber was von schönen Bienen hören und von Honig und so weiter. Und wir ernten nicht doppelt so viel. Und wenn ich hier Bienenpolitik mache, dann kommt kein Mensch. Deswegen bin ich jetzt raffiniert geworden und mache am Samstagabend, wo noch niemand abgereist ist, aber alle schon da sind, so ein beschissenes Thema. Also jeder von euch kann was tun, und ich habe wunderbare Dinge hier gehört. Ich habe gehört, wenn wir schon für unsere Bienen eine gesunde Landwirtschaft haben wollen, dann müssen wir selbstverständlich auch gesunde Lebensmittel kaufen. Und keiner von euch kauft ab sofort mehr beim Lidl und beim Aldi, sondern kauft ökologisch erzeugte Produkte. Das ist Punkt Nummer 1. Da gab es schon nur die Hälfte hier im Saal. Punkt 2 ist, Bio-Bienenwachs wird tatsächlich nur auf Varroazide und so weiter untersucht, aber konventionelles Bienenwachs wird überhaupt nicht untersucht. Wir haben im Biosektor, der 5% ungefähr ausmacht, da haben wir Kontrollen und Untersuchungen, und im ganzen konventionellen Sektor haben wir so gut wie keine. Also da sind wir schon sagen wir mal, wir entwickeln uns in die richtige Richtung. Und wenn man schon schimpft, muss man das andere aber mit dazu sagen. Gell? Ich bin zwar selber Biobetrieb und war Funktionär und so weiter, ich weiß aber natürlich trotzdem auch, was da alles noch nicht zufriedenstellend läuft. Also man muss schon beide Seiten der Medaille sehen. So, und außerdem war das auch scheiße, gell? Beschimpfung des Publikums. Also wir haben jetzt natürlich schwierige Sachen gehört, aber jeder von euch kann was tun.
Am Montag kann man um 8 Uhr beim Deutschen Imkerbund anrufen und kann fragen, wann es hier endlich weitergeht. Und wenn da 100 Leute anrufen, bei Herrn Maske und bei Frau Löber und beim Herrn Reichert und bei allen Landesvorsitzenden, dann werden die auch mal die Schnauze voll haben. Ja, in der Schweiz könnt ihr auch anrufen, gell? Und in Österreich auch. Also, wir machen trotzdem weiter, aber wir müssen wachsam sein und tatsächlich bei uns selber anfangen und dann aber auch nicht aufhören bei uns selber, sondern über die paar Bundestagsabgeordneten, die was taugen, in die Politik einwirken. Und ich meine, gell, wenn das da nichts wird mit der ich stünde zur Verfügung als Kanzler. Ich könnte auch Kanzler. Vielleicht kennt ja jemand den Herrn Steinmeier. Und dann, ich würde nur vorher gern noch meine Winterbehandlung machen.